Grüße, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem Livestream. Es ist Montag. Freut mich sehr, dass das Bild gefällt, aber wir haben noch kein komplett neues Stream-Layout. Das ist nur quasi erstmal der Startbildschirm. Mehr haben wir, beziehungsweise wir haben schon ein bisschen mehr, aber noch nicht alles. Deswegen, wir teasern damit quasi nur das. Alles andere bleibt erstmal so, wie es ist, bis der Rest fertig ist. So, Muchachos, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Hallo. Schön, dass ihr am Start seid und ich begrüße euch zu diesem Livestream. Einen wunderschönen guten Rise in the Sepolian. Schön, dass ihr am Start seid. Montag, wie geht's euch? Bock auf Wurmwasser? Marvin vielleicht. Ich hatte dafür Gurkenwasser und das war ekliger als das Wurmwasser, vermutlich. Elias! Grüße gehen raus, seit 7 Jahren schon, Hallihallöchen. Wie geht's euch? Konnichiwa! Konnichiwa! Bon Rice! Hallo! Voll geiles Bild, das Bild ist echt mega cool. Also, wir haben auch schon einige andere Sachen vom neuen Twitch-Overlay. Noch nicht alles fertig, wie gesagt, Emotes fehlen noch, ein paar von den Panels müssen wir noch überarbeiten und sowas. Aber, ja, es kommt geiler Scheiß. So, was haben wir heute gezockt? Wir starten, wir wollten heute starten, habe ich mit Marvin abgesprochen, mit 5M, GTA. Und danach gucken wir mal irgendwie vielleicht noch ein bisschen in Apex rein oder sowas, wo wir Bock drauf haben. Ich gehe erstmal in TeamSpeak. Schwanz, Schwanz, Pimmel, Schwanz, 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 hallo Muchachos, hallo Twitch, hallo Schwanz. Ist Marvin nicht da? Ah, ein wunderschön. Ah, schade, das war doch. Jakob, danke für die Mitgliedschaft. Küsschen geht los. Hallo. Jäger Deko einfach schon am Start. Was ist da los? Hallo, hallo. Warst du noch gar nicht da oder was? Marvin, ich war noch gar nicht da, aber ich grüße jetzt auch erstmal alle. Ein wunderschöner Hakuna, mein Reis, Digga. War gerade noch am Aufsnacken. Digga. Läuft bei mir, oder? Wollen wir eigentlich die Sachen schon zeigen, die wir haben vom neuen Stream-Overlay? Nee, oder? Die Leute haben ja jetzt schon den Startbildschirm gesehen, das reicht doch erstmal. Ich wollte gerade sagen, die anderen Sachen sind ja noch nicht hundertprozentig safe, ne? Deswegen lassen wir das erstmal so. Aber gib mir noch mal eine Minute, ja? Eine Minute will ich mal hier kurz den Twitch-Chat sagen und dann können wir loslegen, ja? Eine Minute, Digga, eine Minute. Eine Minute, geh weg. Okay. Den Live-Action-Trailer zu One Piece-Serie habe ich tatsächlich nicht... Wie lang ist der? Ist der eine Minute lang? Haben wir Zeit, eben zu gucken? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe davon gehört, dass er da ist. Aber geguckt habe ich noch nicht. One Piece. One Piece, da ist er. 1 Minute 44, komm. Den gucken wir doch eben mal zusammen, oder? Bild, hier. So. Seit 2016 schaue ich euch schon on and off und wollte auch mal meine Liebe mit der Mitgliedschaft ausdrücken. Jakob! Liebe zurück, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür. Danke schön für die Treue. Meine Meinung darüber, ich habe es jetzt gesehen. Ich finde es erstmal okay. Ich finde... Ich fand... Oh, Deko, bist du da? Ja, ich bin da. Ah, okay, sehr schön. Ich fand die komische Latzhose, die Luffy am Anfang anhatte, nicht so cool. King of aber ansonsten... ich bin gespannt. Ich werde es mir reinziehen und werde hoffen, dass es gut ist und danach dann urteilen. Black, Dankeschön für die Mitgliedschaft seit 3 Monaten. Moin Deko, wie geht's euch? Black, danke dir, sehr gut. Ich hoffe dir auch. Schön, dass du am Start bist. Dankeschön. Hast du den Trailer gesehen? Hab ich gerade im Stream angeschaut. Wollen wir den mal gemeinsam anschauen? Ich hab ihn doch gerade angeschaut. Okay, ich hab nämlich schon irgendwas auf Insta gesehen. Hättest du auch gerade, während du die eine Minute weg warst, machen können. Dachte auch so, sieht nicht so geil aus. Ich hab Angst. Sieht schon... nicht ganz so gut aus, sagen wir mal so. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wie lange geht denn dieser Trailer? 1,44. Müssen wir auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen, finde ich. Das tötet Menschen. Entweder Raffi oder Luffy. 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 1 Minute 44, ja. Offizieller Teaser. Oh, Angst. Ja, zieh dir eben rein, mute dich, zieh dir rein und dann komm an Start. Mach ich mal anders. Machen wir jetzt Attacke. Ich habe am Wochenende übrigens die Logitech Soft Kopfhörer benutzt. Und? Die neuen. Ich finde die echt gut.
tragen sich gut. Ich habe unten in der Küche immer noch WLAN-Empfang. Oh, nice. Der Equalizer klappt gut. Surround Sound ist nice. Wirklich nice Teile, gut verarbeitet. Klappt alles. Hat auch lange, also ich kann den ganzen Tag über die Dinger nutzen, ohne dass ich aufladen muss. Aber wie hast du das jetzt gemacht? Du hast dann einfach dein Go-XLR nicht, ne? Okay, ja. Gut. Deswegen kann ich es nur so für privat fürs Wochenende nutzen. Denn die Teile sind ja über USB, ne? Mit Treiber und Klimbim und sowas. Und wenn man die über AUX anschließt, dann ist halt quasi alles aus. Und da ich sie nur nutzen könnte über AUX mit unserem GoXLR zusammen, muss ich leider darauf verzichten, sie im Alltagsbetrieb zu nutzen und kann sie nur am Wochenende quasi in der Freetime nutzen. Ja, du kannst es aber auch an deinem GoXLR einfach einstellen, ne? Ist dann nicht perfekt eingestellt, aber geht auch. Nee, kannst du ja nicht. Du hast ja am GoXLR für die Kopfhörer keinen Equalizer. Ja, das meine ich ja. Aber du kannst ja trotzdem damit hören. Man könnte dann damit hören, ja. Ja, habe ich auch schon. Ich habe ja so schon R6 aber gezogen. Aber hört sich ja nicht gut an. Doch, war vollkommen in Ordnung. Nee, also ich finde ohne es, also gerade, du kannst ja auch keinen Surround Sound anmachen dann. Wahrscheinlich kann, hast du es auch einfach nicht. Klar. Ja, aber es ist ja, also wenn du die nutzt ohne Treiber, ohne Dolby Surround und sowas, dann dann sind die Hörlux besser auf jeden Fall. Ja, ja, das. Aber man kann sie tragen. Ne? Also deswegen, es macht für mich keinen Sinn. Aber ich finde sie so im Privatbetrieb, Hamburg Kit, falls du, das sind die X2, Pro X2 Lightspeed. By the way, haben meine Katzen richtig geil den Karton schon zerfressen. Echt? Ich kann ihn nicht mal mehr bei eBay verkaufen. Beide? Beide was? Oder hast du nur einen oder hast du beide? Ich hab nur einen Karton. Du hast nur einen Karton? Ich hab nur einen zugeschickt bekommen. Marvin hat zwei zugeschickt bekommen. Ja, dann kann ich ja wirklich noch was verlosen. Der miese Sacklutscher. Aber ich find's sehr gut. Also Hamburg Kit, falls du auf der Suche bist nach neuen Wireless-Kopfhörern, die Logitech-Dinger sind geil. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich fänd die Entscheidung schwierig zwischen denen und den Astro A30 oder A50. A50, glaube ich, ne? Aber ist schon ganz geil. Habe ich aber schon aufgemacht, Muchachos. Ist nicht mehr OVP. Ich wollte nur schon, ob da weiß drin ist, ja? Ja, ist noch alles gut eingepackt. Siehst du auf der Verpackung? Ja, ich dachte aber. Du dachtest, jetzt schon mal jemand ausgepackt und dann wieder eingepackt. Weil du wolltest ja schwarz, ich wollte weiß. Dann habe ich hier zweimal weiß, dachte ich, hä, ist das wirklich da drauf? Guckst du rein? Ja. Ah, ist weiß, okay. Roman, die Hörlux-Kopfhörer sind beste. Kann man nichts gegen sagen. Wir haben die zugeschickt bekommen. Also, wir haben die nicht gekauft, die wurden uns zugeschickt. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, am Wochenende getestet. Und das Ding ist halt, Hörlux ist geil, Qualität bestens, alles nice, aber du hast halt immer diese Dinger im Ohr drin stecken und hörst halt um dich rum kein Klingeln mehr, keine Katze, die miaut, kein gar nichts. Deswegen, ich finde, dass so ein Ersatz-Headset zu haben fürs Wochenende ist eine ganz coole Idee. Ist auch schon ein bisschen, ne? Also, wie teuer sind die? Pff, ich weiß es gar nicht genau. 250 oder irgendwie sowas? Es sind nur meine Wochenend-Kopfhörer, ne? Also, ja. So, bist du eigentlich schon online? Du meinst bei Dingsen? Bei mir sind schon einige Leute online hier, nur ich weiß noch nicht, wo ich reingehen soll. Ob ich in Race reingehen soll, ob ich in Pro X2 in Game Modes reingehen soll, in Sumo reingehen soll. 270 Flocken, Junge. 270 Euro, deswegen. 270 gibt es jetzt demnächst bei mir zu gewinnen, ne? Easy 270 Euro, Muchachos. Was los? Aber auch geile Ausstattung, muss man sagen. Also die haben auch noch so Wechsel. Du kannst einmal Lederpolster drum haben oder Velourpolster. Velour finde ich jetzt für das Wetter besser auf jeden Fall. Mhm, weil bei Leder, da schwitzt dann ganz schnell schwitzig drunter. Aber ist geil, ey. Viel also Geld, das auf jeden Fall. Muss man schon jetzt ran? Bereit sein auszugeben für Kopfhörer. Habe ich früher auch schon mal gemacht. So 270 Euro Headsets hatte ich häufiger. Ich starte. 30 Euro von Squizzy. Hey, danke für die geilen Videos jeden Tag. Schaue euch schon seit bestimmt 5 Jahren und freue mich immer auf die geilen GTA-Videos. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön für die geilen Vibes und Dankeschön auch für die 30 Flocken in unser Gesicht. Kuss ihm geht raus.
Wie habt ihr das Logo von Instant Gaming in Laufend hinbekommen? Das ist von OBS eine Funktion, habe ich damals mal rausgebaldowert. Ist jetzt auch, also ich habe schon Animationen hinbekommen mit den Logos, oder gesehen, nicht hinbekommen, aber gesehen, die besser aussahen. Aber ich finde, das Laufen ist okay und das habe ich über OBS so ein bisschen eingebaut. Ist ein Filter. Das pissen wir als Community, die 270 Euro. Das pissen wir! Was los? Die Muchachos auf jeden Fall. Habt ihr vor, das Game Six Days in Fallujah zu spielen, wenn das rauskommt? Ich hab's gesehen, diese Woche kommt's euch raus, ne? Ich glaube, diese Woche. Ich find's echt ganz cool. Das ist ein Shooter, Taktik-Shooter und spielt halt so, ja, in Fallujah halt, ne? Also okay. Damals so Afghanistan-Einsatz oder Iran oder ich weiß nicht, was genau das ist, keine Ahnung. Was ist eigentlich hier der Shield-Mode? Twitch-Chat hat mir der Shield-Mode ist on. Das hat der 6 to Glory gerade angemacht. Guck mal, ich mach ihn zum Moderator und der steht hier schon wieder irgendwas um hier, der miese Klacks-Nacken, Alter. Mieser Klocko, ey. Weißt du, was MSV der Shield-Mode ist? Bitte, danke dir. Küsschen geht raus. Und gute Besserung bei der Gehirnerschütterung. Was? Cheat? Was? Im, wo? Hallo? Ist er wieder weg. Ich weiß nicht, ob er redet von Cheat Mode in 5M oder von Cheat Mode in Twitch. Shield Mode. Ja, Twitch oder Twitch. 5M? Twitch. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Sehe ich auf jeden Fall gerade zum ersten Mal. Open Beta von XDefiant, ja. War die nicht sogar jetzt am Donnerstag oder ist das nächste Woche Donnerstag? Deko, ganz, ganz schnell Game Mode 2. Schnell. Game Mode. Game Mode 2. Da gibt's immer wieder. Na. Also, wer mitmachen möchte, ETA 5M. Ja, easy weezy. Und Tobias, Megas, danke dir. Game Server Europa. Genau. Sag mir Bescheid, Muchachos, ob der Ingame-Sound hier okay ist oder ob es zu laut ist. Ja, wir starten sogar direkt mit einer Runde Cube. Richtig geil, ja. Richtig geil, okay. Nicht mehr runterfallen jetzt, ne? Machen wir jetzt erstmal einen leckeren Aim-Boost. Oh, lecker, der Herr, Himbeer, Vanille. Gell? Ich habe nämlich extra, ihr könnt es vielleicht an meinem Shaker sehen, mir extra ins Tiefkühlfach gestellt, deswegen beschlägt das Wasser hier auch richtig krass. Digga, wir haben in meiner Butze jetzt, ne? In meiner Butze, Live-Temperatur. 27,5 Grad. Digga, läuft! 7 und motherfucking 20,5. Ach du Heiliger, ey. Phrase Light, Dankeschön für die neue Mitgliedschaft. Küsse gehen raus an dich, Monsieur, Hallöchen. Boah, schön ordentlichen Scoop da rein. Wow! Oh. Fritten Heinrich! Ach, Musik kann ich wieder Hallo. Machen? Hallo! Und jetzt sagt ihr, das Game ist zu laut, ja? Ist schon zu laut. Ab! Die wollen ja meine Nooser! Weg von meinen Nooser! Lol. Marvin, wie laut ist bei dir dein GTA? Oh, muss ich gleich mal nachschauen, kann ich dir gleich sagen. Er hat leider nicht meine GTA-Einstellung übernommen, sondern eine neue gemacht, wo es fast voll war. Na, check ich gleich. Fast 30. Ich glaube, wir haben auch gerade 29 Grad draußen. Oh, Felix. Oh, fuck. Die Aufgabe nehme ich an. Oh. Mieser Klapp-On. Bei mir war gerade Platzregen. Ich glaube auch, wir bekommen irgendwie in den nächsten Tagen richtig krass Unwetter, habe ich gehört, weil die letzten Wochen so heiß waren. Oh, 2 gegen 1, Digga. Los, wir holen uns den Typen hier. Onda Gaming, hallo. Wir haben die Hörlux HL5 Gaming Edition. Nein! 30 Grad draußen, 33 Grad in der Wohnung. Ja, also ich muss auch sagen, bei dem Wetter jetzt, ich rip an alle Dachgeschossbewohner. Alter Schwede, ja. Digga, euer Leben, Alter. Euer Leben. Nein! Hey, Alter. Lawrence, ich hab mir gerade eben euer Loot-Video angeschaut. Das mit der Bestrafung war Heavy Metal für euch, hoffentlich. Meinen eure Beschenker ist nächstes Mal gut mit euch. Ja, das Problem ist, dass wir leider immer noch ein Ding offen, also zwei Challenges offen haben mit zwei Bestrafungen, die wir noch zocken müssen.
Ja. Drei Pakete sind aber schon wieder da. Also drei Pakete neben dem von Neust sind auch wieder angekommen. Boah, krass, ey. Aber letztes Mal abgeholt zusammen, die Lappen, Alter. Ich dachte, du meinst nochmal weitere. Nee, nochmal drei, weiß ich nicht. Wieso keine Klima im neuen Haus? Überlege ich tatsächlich. Das Ding ist ja, eine Klimaanlage ist ja eine Wärmepumpe. Ne? Also für die es nicht wissen, jeder von euch nutzt Wärmepumpen im Auto. Klimaanlage ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Im Kühlschrank ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und ich überlege, bei mir im Haus auch auf Wärmepumpen umzubauen und überlege tatsächlich mir hier zumindest in meinem Arbeitszimmer eine Luft-Luft-Wärmepumpe einzubauen. Digga, was ist das hier für eine Physik, Mann? Dass ich auch ein bisschen kühlen kann. Los, holt ihn! Lol. Digga, sterbt endlich! Lass den Oder leben! Oh, ja. Hat er verkackt, oder was? Warum? 1 gegen 1, Marvin, 1 gegen 1. Nasty, welche Donations meinst du? Der Zocker, danke dir für 99 Cent. Ich weiß es gar nicht genau. Du meinst die Superchat-Donations, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob YouTube das da was davon abzockt. Ich glaube fast nicht, aber ich bin nicht ganz sure. Die Frage ist, Nasty... Okay. Marvin verliert, Alter. Was für ein Opfer. Da hat die Schwerkraft plötzlich zugeschlagen. Was für ein Opfer. Superchat, Donations. Wenn du 99 Cent oder Euro Donation reinballerst, kommen ja auch 99 an, oder ballerst du 99 rein, hast aber vorher irgendwie 1,30 Euro bezahlt dafür. 70-30, 70 für den Creator, Rest für YouTube, okay. Könnte ich mir gut vorstellen. Was wollen wir machen? Oh, Sumo, oder? Oh ja, Sumo ist gut. Dogfight würde aber auch gehen. Finde den auch gar nicht so scheiße. Was nehmen wir? Vertex Teams oder Free for All? Auf jeden Fall Free for All, oder? Free for All, ja. Free for All, ja. Mit Gumball. Klimaanlage Audio. Sollten in Deutschland langsam standardmäßig dazugehören. Ich glaube auch, dass wir einfach in Zukunft wirklich in jedem Haus Klimaanlagen haben müssen, weil also die Temperaturen werden halt einfach nicht besser, ne? So, ich hab dir was geschickt. Oh, mit Cards fangen wir an. Nice. Was hat Marvin Eichhörnchen geschickt? Eichel, bei uns ist alles muy caliento. Klimaanlagen sind extrem schädlich fürs Klima. Oder da müssen wir jetzt wieder in so einen halben Politik-Talk reingehen. Ich weiß nicht, was das wieder für eine Aussage sein soll. Digga, irgendwie leckt es bei mir. Wieso leckt das so hart? Okay, dann. Ah, stimmt, das war ein Bug, den ich auch mal hatte. Wie habe ich den nochmal gelöst bekommen? Ich habe schon wieder vergessen. Aber nur, wenn ich schnell fahre. Jetzt gerade ist weg. Jetzt kommt es wieder. Ich hatte das gleiche Problem mal. Ich habe nur leider vergessen, wie wir das gelöst haben. Bei mir leckt es null. Bei mir leckt es definitiv. Digga, der Varus, Digga. Oh oh. Nicht hier bei League of Legends oder was? Ich bin raus. Wegen Leck. Ja, warte. Lass mich raten. Wegen Leck, oder? Ja. Digga, mieser Kasper, ey. Digga, was ist denn das wieder für eine Scheiße? Warum leckt das jetzt hier in-game? Also, wenn das so weitergeht, kann ich das nicht zocken. Dann müssen wir aufhören mit V-Sync. Die ganzen Grafikeinstellungen müssen ja noch vielleicht richtig gemacht werden. Jetzt V-Sync. Digga, gib mir nochmal eine gute Karre hier. V-Sync ist aus, ich mach's mal an. Oh, Spider, Digga! Nee, es leckt beim Zuschauen auch. Schon die Cache, was für ein Cache euch gelehrt haben? Nein! Ein Cache? Nee, Cache, mit Cache hat das nichts zu tun. Ich habe auch 5M gerade erst installiert, also da kann noch nicht viel Cache sich angesammelt haben. Ciao, ihr miesen Noobs. Rainbow Marvin. Ja, meine Farbe wechselt die ganze Zeit. Das Shit. Das nächste Layers of Fear Video kommt morgen. Wow, Cedric wusste mal, woran es lag. Ich glaube, mit dem habe ich das damals gelöst, das Problem. Lol. Was war denn sein Begehr, ey?
Aber meine Karre gefällt mir richtig gut. Wie macht man Rainbow? Dafür muss man, ja! Cash donaten. Muss man? Ja. Hä? Nein! Der miese Kaspo, ey! Aber meine Karre gefällt mir, Digga. Ich brauch nochmal so ein bisschen... ein Schraubenschlüssel wäre super. Ich will die Karre behalten! Hallo! Ey! Schraubenschlüssel, ihn glänzt. Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich so weiterzocken kann, Marvin. Das, ja, ich mach die Runde nochmal und dann können wir rausgehen. Bringt ja so nichts. Müssen wir das zum nächsten Mal irgendwie klären. Ja, was so merkwürdig, Alter. Das war vorher nicht das Problem. Oh, meiner. Sorry for nothing, du bist der Nächste, du Lappen. Los! Los, gemeinsam! Sportkarren! Habt ihr, seid ihr, ne, blau? Ja! Und gelb. Digga, es leckt aber echt unverschämt, ey. Echt? Ja, dann, ja, ist irgendeine Einstellung war das. Oh, 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 oh. Ja, schade. War eine geile Runde. Mal eben kurz die ganze Community rasiert. Gegen den Strich. Ich war ganze 48 Sekunden am Leben. ich wurde gerade gefragt, wie macht man Rainbow? Ich glaube, das war mit M, ne? Stellt man da irgendwas ein? Ja, bei M und dann bei Member. Genau, M, Member, hier. M und dann hier könnt ihr da so durchklicken. Ah, okay, aber dann fixen wir es erstmal bis zum nächsten Mal. Wenn es bei dir collect, ich kenne das selber, es macht keinen Spaß. Aber ich muss echt nochmal überlegen, woran das dann eigentlich lag. Ich weiß auch, eigentlich ist hier Bewegungsunschärfe. Aus. Ich sehe hier eigentlich keine Einstellungen, die irgendwie merkwürdig sind. Ja, ich muss Cedric nochmal fragen. Wie gesagt, der hat das damals sofort irgendwie relativ schnell dann rausgefunden, woran es lag. Ich hab's nur leider komplett vergessen, Digga. Jetzt läuft's gerade flüssig. Oh, da war wieder ein Leck. Toll, ey. Junge, ich hab gerade die Hoffnung gehabt, dass es flüssig läuft. Es leckt und ich flieg wieder raus, ey. Nice. Entenstein, du mieser Lappen, ey. Ja, okay, dann, ne? Bist du schon draußen? Ich geh dann jetzt raus, ja. Schade, okay, Alter. Okay. Ich hab mich so gefreut, mal wieder eine Runde 5M zu zocken. 5M wäre auch geil. Wir können ins normale GTA reingehen, wenn du Bock hast. Für eine Runde. Ja. Versuchen, ne? Mutter, ja, check mich mal da, ob's leckt, weil wenn es dann leckt, dann liegt's am Stream. Erweiterte Renderdistanz runterstellen. Ich hab kein. Wir gucken mal. Aber also im normalen GTA habe ich's ja auch alles. So. Yes, lohnt yes, es yes. sich, Netflix anzuschaffen? Der Zocker, nein, es sei denn, du hast Sachen, die du gucken willst. Ich halte es mittlerweile eigentlich nur so. Ich habe, by the way, Empfehlungen, geht raus, für bei Disney Plus, Mr. In-Between. Das ist so ein Dude, der irgendwie versucht, ein normales Leben zu führen mit einer geschiedenen Ehefrau und einer kleinen Tochter. Aber gleichzeitig ist er so ein Schuldeneintreiber, der halt auch mal Leute umlegt und so. Ah, okay. Und es ist echt sehr cool gemacht. Ich habe jetzt angefangen, eine Serie auf Netflix zu schauen. Da geht's auch um Geldeintreiber. Bloodhounds? Ja, Bloodhounds, ja. Fand ich, hat sehr gut angefangen, wurde aber schwächer. Ja? Ah, shit, ich bin erst bei Folge 2 oder so. Also wurde richtig scheiße noch, oder? Ja, geht. Richtig scheiße nicht. Guckst du es auf Japanisch oder guckst du, oder auf Koreanisch, ja, auf, oder guckst auf du Deutsch. Auf Deutsch? Okay. Auf Deutsch. Teste mal die koreanische Original-Sound mit Untertiteln. Okay, ist dann so. Ja, ja, also die Emotionen kommen halt rüber, ne? Ich finde die deutsche Synchro halt richtig. Also die Emotionen versagt. Werden da nicht so rüber. Ne, versagt würde ich nicht sagen. Aber die Emotionen kommen halt einfach in der Originalsprache viel besser rüber. Das ist ja meistens so, ne? Außer bei deutschen Filmen. Da ist es auch wieder Schmutz. Wobei, deutsche Synchro ist eigentlich ganz gut. Ne? Wir sind ja weltweit eigentlich dafür bekannt. Ne? Ins Kino, The Flash, Hamburg Kid. Viel Spaß. Hauen Sie rein. Ist der neu The Flash? Ist das der Superheld The Flash? Jerry Line, Hallihallöchen. Schön, dass du am Start bist. Trailer zu One Piece haben wir gerade eben im Stream geschaut, am Anfang des Streams.
Mein Zimmer, mein PC heizt mein Zimmer von 28 auf 33 Grad auf. Ja, das ist zwar im Winter auch hilfreich, ne? Da muss man weniger heizen im Zockerzimmer, aber im Sommer jetzt ist das schon schwierig. Ja, bei One Piece kann ich mir dann vorstellen, dass wir da nochmal mehr Senf dazugeben. Gerade bei den Trailer. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Miriam fragt, wie machen wir das mit unseren Tieren bei der Wärme? Machst du Harry irgendwas Besonderes? Nee, Harry chillt sich. Also bei uns ist zum Glück relativ gut klimatisiert. Das heißt, der Boden ist kalt und mein Hund ist einfach auf dem Boden und chillt da. Ich guck mal eben, ob er genug Wasser hat. Warte mal. Also mir ist eigentlich mit den Katzen auch alles gut. Nats liegt doch gerade vor mir und chillt mal wieder und drückt hoffentlich nicht zwischendurch wieder irgendwelche Tasten. Ich gehe zwischendurch mal raus, da gucken die dann selber, dass sie nicht durchgängig in der vollen Sonne ballern, sondern sich auch mal in Schatten legen zwischendurch. Eigentlich sind sie schon draußen, wenn wir draußen im Garten sind, die meiste Zeit legen sie sich in Schatten. Aber ansonsten, gutes Wasser ist da, so doch geht hier eigentlich alles. In einer Dachgeschosswohnung kann ich mir das schwieriger vorstellen, aber mir ist mit der Hitze eigentlich nicht so wild. Also mein Zockerzimmer ist hier auch mit 27, 28 Grad das wärmste. Wegen dem PC wahrscheinlich auch, ne, der richtig schön reinballert. Ja, ich habe das eigentlich geregelt, Opa Smoky, auf 120 FPS. Also ich habe auch, könnt ihr nicht sehen, aber ich habe jetzt hier im normalen GTA habe ich 120 FPS. Dass das dann anfängt zu laggen, wenn man irgendwie über 120 geht, das kenne ich auch von GTA. Ich hoffe, das war nicht das Problem bei Marvin, dass Dings gefixt hat. Weil da nichts bei mir, glaube ich nicht. Wie weit bist du eigentlich mit deinem Garten? Also morgen kommt mein Terrassenaufbauer. Aber an sich ist mein Garten soweit fertig. Wobei ich jetzt wahrscheinlich nochmal wieder Drahtzaun anbringen muss. Meine Katzen springen nämlich mittlerweile beide oben auf den Außenholzzaun oben drauf. Natsu war auch schon auf der anderen Seite. Das sollen sie ja nicht, deswegen muss ich vermutlich, wie gesagt, noch Drahtzaun an meinem Zaun anbringen, auf der Innenseite. Aber an sich ist der Garten soweit fertig. Ich kann gerade mal ein Foto machen davon. Ich mache mal gerade ein Foto nach draußen. Gestern habe ich auf meiner Terrasse die Fugen sauber gemacht. Ich bin wirklich mit so einem komischen Krallengerät, bin ich die ganzen Fugen von meiner Terrasse lang gegangen, habe diese ganzen kleinen Mooskacke und kleinen Pflänzchen und Gräser und sowas da rausgeholt. Ja, die Terrasse, er sieht jetzt ordentlich aus. Und richtig. Ja, irgendwie, ich habe Rasen gemäht am Sonntag und war irgendwie so dabei und irgendwie fand ich meine Terrasse so mies unordentlich. Und habe das dann mal eben in Angriff genommen. Ist Marvin eigentlich da? Ah, ich bin die ganze Zeit schon wieder gemütet gewesen. What the fuck, ey? Digga, du bist so krank, Alter. Dass du das einfach nicht checkst, dass du dich mutest zwischendurch. Ne, weil ich mit meinen Wurstfingern wahrscheinlich, wenn ich mich voll mute, irgendwie auf den anderen Lachs auch noch drauf komme, weißt du? El Wurstfinger, Finger. El Fingeros. So, das hier ist mein Garten zurzeit. Dankeschön, Bexy für 99 Cent. Küsschen geht raus. So schaut's aus, ne? Man sieht hier, ne, eigentlich dafür, dass der Rollrasen letztes Jahr erst gesät wurde, hier sind so ein paar Löcher drinne. Das ist meine Schuld, weil ich verpasst habe, den Garten nochmal zu mähen vor dem Winter. Hier ist meine Weinpflanze, ne? Ich habe ja quasi eine eigene Weinpflanze in meinem Garten. Unterm Chat jetzt gerade. Hier lasse ich so einen kleinen Unkrautstreifen.
Da können dann ganz viele Insekten sich dran austoben. Hier chill ich immer und sitze in der Sonne. Und ja, das war's eigentlich. Ich überlege mir jetzt gerade hier links in die Ecke, hier noch einen kleinen, was heißt einen kleinen, einen Whirlpool hinzustellen. Digga, läuft bei ihm. Jacuzzi meinst du da was? Ja. Habe ich gefunden tatsächlich, warte mal. Den wollten wir damals für unsere Loser-WG eigentlich schon haben, ne? Ja. Aber der ging ja nicht auf den Balkon drauf, weil einsturzgefährdet. Für 720 Flocken, in 3 Tagen lieferbar. Guck mal gerade bei mir in den Chat rein, in den Stream. Ja, sieht ja, richtig warte, geil warte. Aus, ey. Muss ich mal kurz rüberschauen hier. Und der ist, ne, mit Strom. Und auch mit, der hat so einen Anschluss für das Wasserkabel, für den Wasserschlauch. Schließt einfach an mit Strom und mit Wasser und der bläst sich selber auf. Sobald da Strom dran ist, pumpt er sich selber quasi auf. Ja, ja. Hat dieses blaue LED-Licht und füllt auch selber Wasser auf. Ja, warum nicht, ne? Da ist eine Abdeckung dabei. Ich hab schon überlegt am Wochenende, mir das Ding einfach zu holen. Ja, eiskalt, ne? Aber da dachte ich wieder so, boah, Digga. 720 Flocken für einen Whirlpool, muss das sein? Brauche ich das wirklich? Digga, sonst machst du dir aber keine Gedanken drüber. Problematisch wird eben jetzt gerade mit den ganzen Wasserregelungen, ne? Wenn du nicht mehr deinen Garten irgendwie bewässern darfst, dann da so einen Whirlpool reinzuballern, das wird wahrscheinlich eher schwierig, oder? Ja, ich dürfte da nicht. Da passen auch, by the way, 920 Liter Wasser rein oder irgendwie sowas. Also ist auch gar nicht so wenig Wasser, was man da reinschippern muss. Nice. Aber noch ist es ja bei uns nicht so weit, dass wir mit Wasser aufpassen müssen. Aber tatsächlich glaube ich auch, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das noch kommt. Ich habe jetzt gehört, in der Provence zum Beispiel, in Frankreich. Und warum bist du eigentlich immer noch nicht da? Ich habe keine Einladung. Jetzt kann man an. Du hast doch ein Donation Goal, Nasty. Hau rein da, Digga. Ich könnte mir echt mal Donation Goal, bitte 800 Euro. Für einen Pool. Und warte dann nochmal bitte 2000 Euro Strafe auch mit einberechnet. Wie die Strafe, die Laurens bekommt, wenn er den im Sommer befüllt, obwohl gerade irgendwie Wassersparsachen sind. Erstmal geht das Geld dann sowieso in die Firma rein. Dann muss ich irgendwie über Firmenkosten muss ich den Pool kaufen. Weil wir damit ein Video machen oder so. Digga, einfach ein Video damit machen. So, mein Challenge, heute haben wir unser Spendenziel erreicht und deswegen machen wir heute oberkörperfreies Bild, das war mein Bild nach. Vor 2 Wochen, glaube ich, habe ich einmal ein Bild im Stream gezeigt von im Stand nach meiner Diät. Auf YouTube darf man ja mit Nippel zeigen, ne? Auf weiß darf ich man nicht, einfach keine Nippel zeigen. Wo ist denn das hier? Ne, das hier war quasi noch Mitte April. Ne, da war ich ja im Urlaub in Portugal. Hier, ne, so war der Stand. Ego, du trittst immer noch bei. Bist du wieder auf dem Desktop oder so? Ja, klar bin ich. Und das hier war jetzt vor 2 Wochen, nach 7 Wochen Diät war das. War dann schon mal gut ordentlich, gut Diät hat funktioniert, sagen wir so. Motion Drahtzaun in the morning. Natsu, du musst mal aufpassen, dass du keine... Natsu, eine... Ja, mach das alles Licht an, genau. Ja, jetzt beiß mich nochmal kurz. Mach das alles Licht an! Und ich hoffe, ihr seid, schon vollkommen nach der Schule zu uns gestoßen. Also vollkommen auch. Du hast gerade eine Nummer gezeigt. Achso. Weil bei uns ich hätte gerade die Nummer geliebt. Die Nummer geliebt zu meinem Tischler. Oh. Herbert! Digga, der Typ war vor 2 Wochen bei mir. Ich habe unten neben meiner Treppe so eine Nische, wo das Katzenklo steht. Da will ich eigentlich einen Einbauschrank reinhaben. Und in den Einbauschrank soll vorne eine Katzenklappe, dass da das Katzenklo rein kann, dass das Katzenklo einfach nicht so sichtbar ist. Der war vor 2 Wochen da, hat gesagt, er schickt mir Kostenvoranschlag. Nix! Ich habe ihn heute mal angeschrieben, wann ich rechnen kann damit. So, wir haben hier. Deswegen war der gerade zu sehen. An die Theke. Edenstein, Eriks, Leonard, Golden Prince, V-Plays. Schauen wir mal, ob das überhaupt möglich ist, denn nach dem Update sind ja einige Parcours-Maps. Ach, stimmt! Nicht mehr möglich, gucken wir mal. Stimmt! Ey, Digga, das ist so behindert, Alter. Jetzt müssen wir bei GTA im Stream schon aufpassen. Oder damit leben am Ende, dass die Maps einfach nicht mehr gehen. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Digga, warum sieht das hier so random aus, Alter? Warum sind wir so ein mega Schiff? Ah, nach Kroatien, da bin ich ein bisschen neidisch, Zahnfee. Nach Kroatien würde ich auch fahren. Ach so, genau, das ist hier.
Pirate Island, Muchachos. Haben wir hier eine Regatta oder was? Digga, Pirate Island. Wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich das Dorf da auseinandernehmen. Frauen und Kinder zuerst, ne, Leute? Piraten, Frauen und Kinder Hallo, zuerst. Hallo, Hippopotam. Einen wunderschönen guten Morgen. Goldschätze nehme ich natürlich an. Ihr dürft euch das Essen aufteilen. Digga, easy. Ganz hey, warum klar seid ihr schneller? Die ganze Ausbeute geht an mich. Hupt! Hupt! Kannst ja mitkommen. Ich könnte tatsächlich mitkommen. Wir haben gerade, glaube ich, die Videos fertig für die Woche. Digga, stell dir mal vor, du bist auf so einer Insel und plötzlich kommen einfach so tausende Schiffe und wollen dich richtig auseinandernehmen. Digga, ey. Und alle hupen wie so LKWs, Alter. Wo bist du eigentlich? Ganz hinten. Digga, warum? Warum? Hör doch mal auf hier! Was macht Nerix da? Hilfe! Hey, ja! Ich werde weggedrängt! Warum? Ey, ich bin am Arsch. Warum? Leute, ich bin seitlich. Könnt ihr mich aufheben? Marvin, ihr kennt das, Marvin. Viel Spaß beim Respawn, Alter. Ich bin der Einzige. Guck mal, wer ist jetzt letzter? Ha. Ja und ja. Digga, wie gesagt, ey, der Goldschatz gehört mir, ne? Für 10 Tage in Klackus, ey. Krieg Wenica? Also rechts haben wir hier so einen kleinen Stall, den können wir auseinandernehmen. Links haben wir ein Piratenschiff und die City. Was wird denn das jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung, bin ich Hellseher? Pirate Island ist das. Aber Beach Roll Pirate Island, also scheinbar noch ein Trollrennen. Aber hier ist ja nichts. Also hier ist ja keine Strecke oder irgendwas. Ja, kommt doch jetzt, beruhig dich doch mal, Deko. Also irgendwas passiert hier scheinbar noch. Ich weiß doch nicht was, aber... Ja, also es ist ja... Ja, naja. Ich sag ja, irgendwas passiert jetzt, aber keine Ahnung was. Aber ey, ich hab fast noch Deko eingeholt. Wie konnte das denn kommen? Meine und? Penis ist zu groß. Der schleift. Let's go, let's go! Schlepphoden. Ja, hier hoch. Hey, da. Da rüber? Okay, einmal rüber bitte, einmal rüber. Warst du auch schon da drüben? Nee. Ab in die City! Ja, ey! Ey! Warum? Jetzt, ey! Nein, Deko, nein! Doch. Schade. Weg mit euch! Wollt Entenstein ja, weiter! Einer ist rausgeflogen, freut mich natürlich! Ja, wohin? Achso, man muss langsam fahren! Ah, okay! Muss man da lang oder kann man auch einen anderen Weg? Techno Hardstyle! Wahrscheinlich kannst du auch irgendwie andersrum fahren. Ich will blinken. Blinken wäre, glaube ich, echt gut. Warum blinkt der andere und ich nicht? Scheiße. Jetzt blinke ich. Ja. Nein, ja! Blinke ich wieder nicht. Lol. Kick den Jungen da weg. Ey, ich habe einfach keinen Try, Mann. Und Deko schafft es auch noch, ey. Wenn niemand seinen Hintern haben möchte, ey. Mein Hintern wurde 4-mal weggenommen, Alter. Oh ja, jetzt kann ich. Oh ja, ich blinke, perfekt. Kann ich mir Zeit lassen, dankeschön, ja. Und jetzt fahre ich einfach weiter. Ciao, Erix! Gib doch Gas, du Lappen! Nein! Digga, du wirst da vorhin noch so weggemacht, ey. Fahr doch! Nein. Ich hab ihn durchgelassen, den Typen. Nein! Ich springe zu schnell! Digga, wie geil war das denn, ey? Oh mein Gott, ey, Golden Prince, wir haben ein bisschen zusammengearbeitet. Ja, ein bisschen haben wir zusammengearbeitet. Nein! Oh Mann, ey. Hä? Wie soll das denn jetzt gehen? Rückwärts? Ein bisschen Angst in meiner Hose. Digga, keine Chance hier einfach, ey, keine Chance. Wie kommen wir jetzt drauf? Warum hänge ich denn jetzt hier? Oh, ey, das war die Gelegenheit einfach, Alter. Und die Karre setzt auf, ey. Ja, ich schau ihm mal zu. Okay, der hat's nicht geschafft, aber er hat auch Scheiße gemacht. Versuch's mal. Oh nee, das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nicht lauter machen könnte ich theoretisch. Boah, das wird doch ja, wird nicht ey, gehen, Entenstein, ey. Digga! Verpiss dich, Alter! Mit dir hab ich eh noch ein Hähnchen zu rupfen, Alter. Ein Hähnchen zu rupfen, das auch, ey. Eine Möwe hab ich zu rupfen mit ihm.
Hey, wie kommt man da drauf? Ich raffe es nicht, Digga. Ich raffe es nicht. Jetzt bin ich wieder bei euch, Schlawinern. Oh. Digga, ich bin seit Anfang an hier, Alter. Digga, richtig easy, Digga. Easy. Hast du schon den nächsten Punkt bekommen? Nee, ich weiß nicht, wie man aufs Schiff kommt. Achso, hä, mit der Rampe, die hier steht? Na, da ist doch eine Bremse. Wie geht das? Hä, wo soll eine Bremse sein? Wo soll eine Bremse sein? Willst du verarschen? Ich versuch mal so trotzdem. Ach so. Nee. Rückwärts? Ist rückwärts einfach? Nee. Scheiße. Ey, Entenstein, Digga. Nee, keine Ahnung. Einfach vielleicht so speeden? Einfach so, mega? Ich fahr jetzt einfach außen rum, ey. Marvin schummelt Boxershorts. Ja, du auch. Ich schummel jetzt tatsächlich gerade, ja. Aber jetzt musst du ihm den anderen Weg geben. Nur an Entenstein. Ich hab's ja einmal letztlich geschafft. Ich glaube, habe ich mir das verdient, oder? Geht das mit Rückwärtsfahren? Weiß ich nicht. Digga, weg mit euch! Was ist das für ein Scheiß, Mann? Ey, Erik, wer hat dir in deine Kackfresse geschissen, ey? Ja, darüber fahren, hat sie auch schon gedacht. In die Windschatten, aber die Leute sind nur so dagegen geknallt, also. Glaube nicht. Also, keine Ahnung. Digga, was für eine Rotz-Map, Alter. Die ist richtig schmutzig, ey. Unten irgendwo was vielleicht? Hier sehe ich nichts. Unter der Kamera kann ich so nicht. Nee, hier ist auch nichts. Hä? Rückwärts, Junge, schreibt gerade Sheldon Cooper. Rückwärts habe ich auf jeden Fall anderen Leuten schon mal zugeschaut, wie die das versucht haben, aber es sah ziemlich schmutz aus. Soll ich das wirklich mal selber ausprobieren? Soll ich dem Skill der anderen nicht vertrauen? Ich habe jetzt den anderen aber mal vertraut, Digga, ne? Die Karre ist rückwärts richtig langsam. Versuch's einfach mal. Ich glaube nicht, dass es klappt. Oh, Alter, die ist ja richtig, richtig todeslangsam. Nee, kannst du knicken, Digga. Kannst du richtig knicken, ey. Sheldon Cooper, wie wär's mal, wenn du einen guten Tipp raushaust? Nicht so einen Chaco-Tipp, ey. Ah, hier drin ist auch nichts. Egal, ich müsste mal den Typen, der die Map gebaut hat, direkt anzeigen, ne? Direkt Anzeige wegen Scheiße. Da ist doch irgendwas drin, oder nicht? Gefindet! Eh nicht. Gefindet, hallo! Wieder runter? Willst du verarschen oder was? Nee, doch. Hä? Gib doch Gas, du goldener Prinz! Goldener Schama-Prinz! Oh ja. Hallo! Oh, nein! Nein! Digga! Oh. Ey! Ey, mach mich doch nicht fertig hier, ey! Jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt kommen sie alle, die Geier! Ja, ey! Ja, wie sie alle hier rumgeiern, die miesen Geier! Ach du Scheiße! Digga, diese Karre, Alter, was ist das für ein Schmutzzirkus? Digga. Ey, ich hätte aber nicht sagen sollen, dass hier was ist. Jetzt gib doch Gas. Ach, endlich, ey. Er war doch voll easy jetzt. Ja. Man weiß, wie es geht, ist einfach. Man weiß, wie es geht, ist einfach. Fahr doch einfach, du Lappen. Digga, Eriks, dann fahr zur Seite. Oh, fuck. Hier ist noch was. Dennis, wir haben keinen festen Streamplan. Das ist so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass wir eigentlich hauptsächlich YouTuber sind. Also wir müssen immer erstmal unseren YouTube-Kram fertig kriegen, bevor wir streamen können. Nein! Ey, ich raste gleich aus, ey. Warum? Warum? Weil die ganzen Schimpansen hier die ganze Auffahrt blocken. Schimpansen, sagt er. Digga, der Typ hätte alleine nichts hinbekommen, ey. Muss man ja alles vorkauen, wie so ein Vogel, Alter. Eriks!
Ey, Digga! Ich seh nix! Digga, ich glaube, Entenstein hat zu viel Arschwasser getrunken. Digga, hat auf jeden Fall zu viel Arschwasser getrunken. Digga, Entenstein muss mal irgendwie, glaube ich, für eine Woche einfach mal. Was heißt für eine Woche? Für ein paar Monate mal ein bisschen Auszeit bekommen in unseren Streams. Oh. Der ist echt ein bisschen zu sehr am Trollen. Oh. Digga, jetzt häng ich hier so wie so ein Turbo, ey. Ja, wo bist du denn eigentlich? Ich bin doch in dem Haus! Hä, du bist immer noch in dem Haus? Ich hab doch gesagt, die blockieren den ganzen Scheiß. Das raffst du denn nicht? Ja, fahr ich jetzt gleich ins Ziel, Alter. Ja, mach, gerne! Erlöse uns von dieser Schmutzmap, ey. Scheiße! Das ist ein cooles Ding, ey. Was ist das für eine schmutzige Scheißmap? Wie komme ich hier raus? Ne. Der Punkt verschwindet? Digga. Ey. Dankeschön. Das ist lustig, dass Marvin noch da ist. Komm schon! Oh. Oh ey. Ja. Anton! Digga, finally! Was für ein Schmutz! Oh, ich kann nicht mehr in mein Leben, ey. Hilfe! Oh. Fahr ich jetzt gerade? Was passiert denn hier? Ich sehe. Okay. Okay, wie? Die fahren da alle so lang. Ja. Und jetzt blockieren die alle hier schon wieder. Oh Mann, ey, ich kann nicht mehr. Ey. Ich kann nicht mehr! Ey! Digga, was für eine Mistkarre, Alter! Gib doch einfach Gas, du Lappen! Ey, also ohne Spaß, Marvin, Alter, dass du das angemacht hast. Eigentlich müsste man nicht anzeigen wegen Körperverletzung. Wie geht's denn hier überhaupt weiter? Wir sind so im Fahrstuhl, Alter! Ja, du musst da hoch! Ja, Entenstein blockiert da alles, also scheinbar nicht. Doch. Okay. Oben ist der Verwandlungspunkt zur Oppressor. Nee, unter mir ist ein Punkt, du Laberkopf, ey. Ach so, das doch nicht. Aber dann hier reinfahren, oder? Ja. Digga! Ich krieg echt zu viel, Mann! Dankeschön für 5 Euro von Shovel. Hast du deinen Skill in Flareback entsorgt? Ja! Komm! Wann wärst du so beschissen? Komm, bums mich! Seitdem ich solche beschissenen Maps spiele. Bums mich! Wo seid ihr denn, Junge? Digga, ich war schon komplett oben. Wieso warst du noch nicht komplett oben? Ich war schon dreimal komplett oben. Ja, wieso verwandelst du dich denn nicht? Hab ich. Ach so, bist du schon weiter oder was? Nee. Lass mich vorbei. Ja. Nee. Ja, los. Ja, oh mein Gott, ey. Finally. Nee, nicht finally. Wieso geht's jetzt weiter oder was? Nee, es geht nicht weiter, das ist das Problem. Ach so. Ach, das ist zugebaut. Ist das eine Schlawiner, ey? Wir müssen jetzt rausfinden, wie man hier rauskommt, oder wie? Ich habe jetzt. Also, ich habe eigentlich alles abgecheckt. Dennis! Isheim, danke dir für die Mitgliedschaft. Küsse geht raus. Okay, ja, es muss ja einen Weg geben. Ich denke schon. Oder? Aber gefunden habe ich ihn noch nicht. Hier nicht. Da unten? Unten auch nicht. Vielleicht unter dem Wasser. Digga, was ist das für eine Schmutzmap, Digga? Wer denkt denn so ein Kacke aus? Nee, ist auch nix. Ja, und ich bin schau, Alter. Ja. Ey. Deswegen war ich nämlich die ganze Zeit noch da, weil ich schon dreimal gestorben bin hier drinne. Ey. Soll ich irgendwen durchkicken? Stellt euch mal dahin, ich kick euch durch hier. Alter Schwede, ist das ein Dreck. Man kommt hier nicht raus aus der Kacke, Alter. Wer hat sich denn so einen Scheiß ausgedacht, Alter? Wer denkt sich so einen Müll aus? Digga, wer hat sich das ausgedacht, die Scheiße anzumachen? Digga, das klang gut. Es klang gut, Mann. Was hast du gerade gesagt? Digga, Entenstein hat mich rausgeholgert. Rausgekickt, sagst du? Ja, mit der Karre. Er ist gegen mich gefahren. Oh. Okay, aber ich brenne. Bitte mit allen. Oh. Einmal bitte mit allen machen. Alter. Ja, ey. Ey. Ey, wie? Ey, ey, ey! Wie kann man bitte so geil landen, Alter?
Digga, das ist. Ich bin jetzt noch hier, ne? Klar, ja. Oh. Ey, noch einen Punkt einsammeln. Okay, wen soll ich durchkicken? Dann bin ich jetzt der Weitergeber. Oh. Ich hab dir geholfen, Deko. Das ist, glaube ich, das allererste Mal in unser beider Leben, dass du was Hilfreiches mir getan hast, Entenstein. In unser beider Leben finde ich auch gut. Alter Schwede, ey. Wann kann ich mein Leben aufgeben? Warte mal, ich versuche mal hier eine Sache. So. Und hier, ich versuche jetzt auf den Kopf zu fahren. Wir sind ja so eine Technik hier. Nein. Kommt Outlast noch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob wir heute Outlast. Also wir zocken noch Apex, glaube ich, wollte Marvin wieder zocken heute, oder? Digga, Apex habe ich richtig Bock. Aber ey, bitte alles außer diese Map hier nochmal, ey, bitte. Also ich bin dafür, wir zocken mit nochmal. Ey. Was ist das für eine schmutzige Scheiß, Mann? Fahr einfach rein an den Müll! Ja, los, ich krieg euch alle durch! Ich weiß nicht mal, wie ich zum Ziel kommen soll, Alter. Leute, ich mach das. Ey, ich freu mich doch nicht. Ich will euch doch helfen, ihr miesen Versager, Alter. Ich fahr jetzt den langen Weg. Komm, ich helfe euch. Bitte einen nice Warride danach. Hätte ich auch Bock drauf, Alter. Nach der Kacke hier, Alter. Will ich eigentlich irgendwas Schönes zocken. Oh, ey. Irgendwas, das wirklich actually Spaß macht. Genau, ich kick euch. Hallo! Nochmal, stellt euch davor! Ja. Hä? Wie? Ich ramm dagegen, aber es passiert nichts! Nee! Der ist mir zu blöd, ey. Was ist los? Ich komme nicht weg. Digga, laber mich nicht voll, ich komme nicht weg. Ja, ich komme nicht weg, Junge! Ich kann nicht mehr, Mann! Ich auch nicht! Was ist für eine Scheiße hier, Alter? 6 wie, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich Chatting habe. Dafür habe ich doch euch Moderatoren, Mann! Dankeschön. Das Ding kann Hochstarter. Ja, aber damit komme ich doch nicht über diese scheiß Wand darüber. Ja, Hochstarter, damit kann ich vielleicht so eine Halfwall irgendwie überschreiten, aber nicht diese 3 Meter hohe Holzwand da. Digga, mein Leben ergibt einfach keinen Sinn mehr hier. Komm, seitlich. So. Hier, wie soll ich da rüberkommen? An der Leitplanke. Aber an der Leitplanke. Leitplanke? Digga, wie bist du da durchgekommen? Es geht nicht! Das Loch vorne, ne, wo der Punkt auch ist, ne? Ach da! Ah, nicht bei der Bremse! Nein! Wir denken die ganze Zeit bei der Bremse hier. Hier stehen alle bei der Bremse. Hä, warum? Entenstein ist noch bei euch, oder nicht? Ja. Der hat null die Anstalten gemacht, uns den Weg dazu zu zeigen. Null. Der hat die Leute immer versucht, da bei der Bremse durchzukicken. Ey, er ist doch einfach so ein Lappen, ey. Deko mal wieder lost. Wollt ihr mich verarschen, als ob ihr irgendwie gerade wisst, wie ich hier rauskomme? Okay, also alle... Ach, an der Leitplanke. Aber, hä, was? Ich fahre da jetzt rüber. Die Leitplanke, da bringt mir doch einfach überhaupt nichts, Junge. Da ist doch Wasser. Was rafft ihr denn nicht, Alter? Habt ihr keine Augen im Kopf? Der Eriks, du Lappen, fahr doch, du dreckiger Furzkopf, Alter! Hier, ich bin doch hier mitten im Meer, Alter. Wenn ich hier über die Leitplanke rüberkomme. Das habe ich ja gerade schon gesehen. Was soll das denn? Also. Ich lasse es! Hier stand ich doch gerade. Hab gesehen, dass da das scheiß Ziel ist. Wie, ja, an der Landplanke. So. Also, bitte einmal durchreichen. Dankeschön. Da, wo der Punkt ist. Und da stand zuvor... Ey, das konnte jetzt keiner wissen, ja? Das konnte jetzt wirklich keiner wissen. Das konnte wirklich keiner wissen jetzt. Das war nicht ersichtlich. Ja. Chat. Prost, Ahoi. Wir haben es gemeinsam gelöst. Ich raste gleich aus, Digga. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Digga, Entenstein, rapp mich an der Stelle. Ich explodiere. Also verdient erster Platz, würde ich sagen. Ey, als ob ihr wusstet, dass da eine Rampe ist mit Speed, dass man da zum scheiß Strand rüberkommt. Digga. Ja, wieso bist du denn wieder im Auto? Willst du verarschen oder was? Du warst der Einzige. Alle die Leute, die extrem viel Glück haben, haben einen kleinen, richtig kleinen Schwanz, Digga. Deswegen ist einer so Millimeter groß, ey. Er lässt sich einmal durchhänseln, ey. Digga. Bist du jetzt durch? Können wir langsam aufhören? Ich bin durch, aber wir hören gar nicht. Ich würde nicht aufhören. Ich muss sagen, ich genieße das viel zu sehr. Ey, Marvin,
wenn du liebst, für den restlichen Livestream Boxershorts. Mhm. Hast du leider zu spät gesagt, ich habe schon Insta geliebt. Okay, Boxershorts für Marvin. Ich möchte bitte gerne, dass der Twitch-Chat das durchsetzt. Nee. Eine Boxershorts für den restlichen Livestream für Marvin, weil er die Map einfach abgebrochen hat. Die jetzt wirklich nicht so schwierig war. Und wenn du... Okay, ich setze sogar eine auf, aber nicht für den restlichen Livestream, für GTA. Wenn du mit einer aufsetzt, weil du es durch Cheaten hinbekommen hast. Hä? Ich hab nicht gecheatet! Hast du es richtig gemacht, ja oder nein? Ja! Laber mich doch nicht voll, Alter! Mieser Turbo, Alter! Hä? Wo hab ich denn gecheatet? Wo hab ich gecheatet? Du bist doch da durchgeglitscht, oder nicht? Ich bin da durchgefahren. Hat er sich wahrscheinlich so gedacht, der Mapperbauer, ne? Hat er sogar zugebaut. Du bist an der Stelle durchgebrezelt, durchgeglitscht, wo er zugebaut hat. Ich habe da, erstmal hab ich da überhaupt nichts gemacht. Das war Entenstein, ja. Entenstein hat mich gerammt, wollte mich töten eigentlich. Du hast ihn mitgenommen. Hä? Boxershort. Ja, natürlich. Ich konnte den dich nicht mitnehmen. Da, auf der anderen Seite ist der Punkt, Junge. Was soll ich machen? Dein Boxershort, da war zugebaut. Ich bin doch da gar nicht durchgefahren! Entenstein hat mich da durchgeolgert! Ich hab da nichts dafür an getan! An der Stelle war Boss zugebaut und du bist am Ende da durch! Hä, das war nicht zu, da war ein Loch unten. Da konntest du nicht durch, es war zugebaut! Unterm Container war ein Loch, da hat Entenstein mich durchgedrückt. Ja, und es war zugebaut, da kann man normalerweise nicht durch. Du hast dich da durchgeglitscht. Also ich hab die ganze Zeit versucht, da durchzufahren, Entenstein hat mich gerammt. Ich habe nichts getan, was einer Boxershorts würdig wäre. Hast du den richtigen Weg genommen? Ja. Ja, sagt er noch. Er sagt auch noch ja, ey. Digga, jetzt setz dir den Boxershorts auf, Alter. Du hast gecheatet, du hast die scheiß Map abgebrochen. Und gecheatet. Ich würde es immer wieder tun. Ich suche gerade eine coole Map raus. Ja, also kannst du ja auch. Du musst halt nur die Boxershorts aufsetzen. Wie geht's dem Prison Break Autogramm? Das ist safe. Immer noch in deinem Karton. Alles gut. Möw, Deko, wann Bart ab? Keine Ahnung, wir gucken mal. Noch, ich habe mich dran gewöhnt, ich finde eigentlich okay. Ich habe auch schon 2 Mal Komplimente bekommen für den Bart. Was ich auch okay finde. Die meinten, es steht mir sehr gut. Deswegen, ich will nicht sagen, dass er für immer bleibt. Je nach Licht ist er eh nicht da. Aber es ist so, ich bin dran gewöhnt, es ist okay. Wie viel, ich habe noch nichts Negatives, also außer von unseren Zuschauern natürlich, die zwischendurch mal sagen, rasier mal den Scheiß ab oder irgendwie sowas. Aber ich habe so in real noch nichts Negatives gehört dazu. Dieser Bart. Seit Mitte Februar ungefähr. Das sind nur Katzenhaare. Was? Das kannst du gar nicht wissen. Dein Bart ist schön, hier hast du den dritten. Wie kann man mitmachen? Der Crew-Join. Ausrufezeichen Crew in den Chat. Ich glaube, die Crew müsste auch im YouTube-Chat gehen. 2 Komplimente versus 10.000 negative Kommentare. Die sind nicht echt. Das sind Bots. Negativen Kommentare. Bei einem Fan-Treffen ändert sich das ein bisschen. Das werden wir sehen. Die Gamescom ist ja nicht mehr so weit weg. Da könnt ihr dann gerne eure negative eure Kritik oder eure negative Meinung zu meinem Bart äußern. Und dann überlege ich mir, ob ich am Ende des Tages so mental fertig gemacht wurde, dass ich den Bart wieder abrasiere. Der Ziegenmarkt mit dem Bart gegeben, oh ja. Bist du bereit? Was schaust du auf YouTube, man? Falls du, wenn ich auf YouTube Videos schaue, dann sind es Dokumentationen. Arte, ZDF History, irgendwie sowas. Bist du bereit? Oder Stay. Bin bereit? Ich bin, ja, auf jeden Fall, ja. Gib mir ein Warrior, bitte. Hast du die Boxershorts auf? Nee. Mach mal. Also wenn, dann mach ich's brüderlich, wenn du eine aufsetzt. Dann mach ich auch eine. Warum? Weil ich den Punkt nicht mal bekommen habe. Du hast offensichtlich die Map einfach abgebrochen, weil du zu kleine Eier hast. Ich habe nichts getan, was einer Boxershorts irgendwie würdigt. Ich glaube nicht, dass die Muchachos die nächsten 3 Stunden, 4 Stunden noch sehen wollten, wie man da in so einem Schiffswrack drin hockt und keiner kommt weiter. Digga, das war eine Sache von 3 Minuten eigentlich.
Okay, dann machen wir es so. Du zockst diese Map nochmal solo. Machst es solo und sobald du durch bist, setze ich mir eine Boxershort auf, okay? Und ich schaue die ganze Zeit bei dir zu. So können wir es machen. Dann bin ich damit vollkommen d'accord. Wenn du sagst, es ist einfach, du gerade sagst, es ist einfach, dann machen wir es so. Das ändert doch nichts daran, dass du die Tat für deine Boxershorts schon getan hast. Lieben ist doch keine Boxershort. Cheaten ist eine Boxershort. Also wie weitermachen willst du es sonst noch? Wenn man aufsteht und auf Toilette geht, ist das demnächst auch eine Boxershort? Wenn es eine No-Piss-Challenge gab, ja. Also ich wäre richtig krass dafür, da mache ich so eine kleine Reaction, Deko zockt die Map nochmal. Sobald er da an der Stelle vorbei ist, setze ich mir die Boxershort auf. No problemo. Ich sehe schon, Freundschaft bald beendet. Ja, Marvin ist halt einfach eine kleine Muschi, ne? Was soll er machen? Marvins zu kleine Eier, man kennt ihn. Benno, was soll ich sagen? Es erklärt sich ja von selbst. Geht das schon los? Holt er sich eine Boxershorts? Ja, Vika, mitmachen. Goodra, du musst der Crew beitreten. Crew beitreten und dann eingeladen werden. Das mit dem, also Crew beitreten kannst du easy peasy machen. Eingeladen werden ist so ein bisschen randommäßig Rockstar. Marvin hat Kontakt an. Marvin? Marvin? Marvin! Dieser miese Schwanzgrabscher, Alter. Dass er sich wieder gemutet. Ey! Ja, was ist los? Du hast Kontakt an, ne? Ja. Okay. Wollt's nur sichergestellt haben, dass es bewusst Entscheidung ist. Ich denke mal, das sollte klar gehen. Kann aber ein ziemlich brutaler Warred werden. Okay. Dann kann es wohl klar gehen mit dem Kontakt. Solange wir aufhören können, dürfte alles in Ordnung gehen. Es wird Zeit für Schmerzen. Ich fürchte auch. Ja, warum starten wir mit 15 von 16? Wichtiger, nix genau. Digga, was ist denn heute los mit dir, du Salzopfer, ey? So, 15 Leute, 20 Minuten Challenge werden wir eh nicht hinkriegen. Etienne Schröter, Andi Theke war gerade schon dabei. Leonay, Juju, Golden Prince, Sorry for Nothing, Edenstein, Buster und so weiter und so fort. Oh, Cedric ist sogar dabei. Cedric, vielleicht könntest du uns mal kurz in den Chat schreiben, warum 5M bei Deko leckt. Das hast du damals bei mir auch schon klären können. Irgendwie. Wann kommt wieder eine Folge Outlast? Erstmal gar nicht mehr. Ich glaube, gerade ist keine geplant. Wir müssen erstmal die neuen Jobs erreichen quasi. Und dafür müssen wir doch alle Jobs, die es schon gibt, die wir schon auf YouTube hochgeladen haben, nochmal alle auf sehr schwer zocken. Ach du Scheiße, Alter. Also ich wurde jetzt schon weggefickt. Nein! Andi Theke hat es, oder? Nein, lass mich. Oh. Wollt ihr einen Halo-Aufsteller? Grüß Jonas. Boah. Danke dir, Jonas, für die 2,50 €. Ich nehme auf jeden Fall einen Halo-Aufsteller. Hab ich richtig Bock drauf. Oh mein Gott, Digga. Was denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sie mir alle entgegenkommen, ey. Ach du Scheiße. Ach du Kacka. Ja, man muss es First Spray shoppen, sonst bist du am Arsch. Oh, ich hab's. Komm bitte, bitte den ersten Punkt, nur den ersten Punkt. Oh, ja, ich hab den ersten Punkt. Oh, ist okay. Weitsprung oben? Nee, geradeaus. Mhm. Oh, fuck. Oh. Genau im Punkt gelandet, Alter, meine Fresse. Layers of 4 kommt morgen wieder. Oh. Oh, springen. Oh, schnell weiter, Digga. Schnell nein! Weiterfahren. PlayStation-Leute können leider nicht mitspielen. Es gibt kein Crossplay in GTA 5. Oh fuck, das war zu früh rausgeflippt. Das gehen wir jetzt hin. Jetzt ab nach oben und da direkt weiter speeden. Und schmutziger. Ja, nein! Schmutziger. Oh, ich bin drüber gesprungen. Fick mich. Und jetzt hier nochmal wahrscheinlich wenden, ne? Was? Okay, nee, nur richtig heftig nach unten brezeln, keine Wände. Ein neues ARK-Projekt ist zurzeit noch nicht in Planung, nein. Aber gebt uns da gerne Feedback, falls ihr irgendwas sehen wollt. Wünsche nehmen wir entgegen. Wünsche und Vorschläge nehmen wir entgegen. Gerade dieses Primitiv-Mods, das wurde sich ja mal gewünscht.
Ja, beim Runterfahren drehen? Nee, nur heftig nach unten ballern, dann ist da, kommt auch nichts Krasses mehr. Nein, Digga, meine Augen, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott! Zu langsam geworden. Ab nach oben, schnell, Digga. Ich bin so froh, dass ich beim ersten Punkt da weg bin, weil da geht's so grad, wahrscheinlich gerade richtig zur Sache. Oh fuck, noch einmal. Ja, aber die ersten kommen hier jetzt auch schon am zweiten Punkt. Oh, okay. Dann verschwinde da lieber schnell. Ja, ich versuche. Nach unten, nach oben. Okay, es ist nur noch ein Downflip, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig bei mir. Ey! Digga, Entenstein, Digga, du bist einfach so ein schmutziger Zigeunergrabbler, Alter. Politisch natürlich wie immer korrekt. Hallo? Ja, stimmt. Warte mal, ist das ein Schimpf? Ich hätte Sinti und Roma-Grabbler sagen müssen. Politisch korrekt. Nein, ey, ich hab den Punkt nicht gesehen, dass das so ein scheiß Flugzeugpunkt ist, ey, warum? Oh, das war böse. So, jetzt aber. Nein. Ich flipp zu hoch, Alter. Ich flipp zu hoch. Kontakt zu Trail schon länger nicht mehr, nee. Der war also irgendwann nochmal bei einer Face-to-Face, war jetzt schon immer nochmal dabei. Ja. Aber. Wow. Ja, das war das letzte Mal auch. Dass wir mit ihm gesprochen haben. Dankeschön. Er ins Typ 66, 666. Ach, ey. Danke noch für die GTA Game-Signierung. Da nicht für Monsieur. Kurs geht raus für dein Paket, Brudi. Auf jeden Fall. Ey, Junge, ich war jetzt schon dreimal hier komplett durch, ne? Und ich bin immer noch hier und es wird langsam richtig voll. Ach, scheiße, ey. Was muss ich denn eigentlich machen hier? Was machen Sachen? Hier raus. Natürlich! Ey! Das ist doch echt nicht so schwierig. Du bist so ein dreckiger Lappen, Mann! Was hat er gemacht? Er kam mir genau! Ich hab die ganze Scheiße schon gemacht, muss nur einen schmutzigen zurückfahren. Kommt mir der Lappen da entgegen, ey. Das hatte ich jetzt mit. Sind sie alle hier! Ey. Das hatte ich mit Entenstein. Ey! Mein Arsch, Digga. Okay, ich glaube, jetzt wird er wieder beim Trupp. Nein, fahr nach unten. Warum das ist? Sorry for nothing. Fahr nach. Nein! Okay, oben ist ein Bumper oder was? Hey, was war. Hä? Ich kann nicht mehr. Mehr Hot oder Schrott wäre auch sehr geil. Hatten wir auch schon länger nicht mehr im Map, ne? Oh, bitte. Nein. Lass mich alle hier in Ruhe. Los. Nein. Okay, ich muss einmal hier ein bisschen Ruhe reinbringen, oder ein bisschen Kontrolle. Du kriegst ja keine Ruhe rein. Komm, jetzt lass mich bitte. Ich will jetzt nur nach oben. Nein. 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 Cedric. Nein, das war so ein guter Plan. Ich wollte mich von Sorry for Nothing nach vorne bumsen lassen. Leider kam mir dann auch noch jemand entgegen. Ich glaube, ansonsten hätte es funktioniert. Kann ich einmal nach oben fahren? Ey, das ist doch so ein Bums, Alter. Nein. Alter. Ey. Eli, nein. Erix! Ja. Ja, wo? Okay, einer ist weg. Mal sehr gut. Direkt nach oben und dann rein da. Nein. Ja, schnell abhauen, los. Oh. Bitte lass mich diesmal vorbei. Bitte. Mama. Bitte. Weiß nach unten. Bitte nicht schon wieder. Zweimal beim Zurückfahren, warum fickt ihr mich alle, Mann? Warum fickst du mich, Alter? Ich war zum ersten Mal da. Ich wusste gar nicht, was ich machen muss. Ja, ich war jetzt schon zum zweiten Mal auf dem Weg zurück. Fick mich, Alter. Ficken. Gut, dass du Kontakt angemacht hast, Mann.
Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Aber man muss sagen, das irgendwie ist Light auch der Richtige wenigstens dann, ne? Oh, ja, warum? Ich schon fast eine Face-to-Face. Oh, das neue Star Wars Open World Spiel sieht richtig geil aus. Ich freue mich da schon drauf. Ja, das könnte wirklich glänzend werden. Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Er kommt wieder durch. Ja. Oh ja. Bisschen nicht verkacken. In der Tür ist ein Ausreimer schon durch, ey. Hä? Was? Achso, da ist ein Bumper. Raus. Ja, rückwärts. Das ist kein Bumper, das ist ein Flugzeugpunkt. Okay. Oh. Ich sehe da keinen Punkt, aber der ist ja schon wieder so klein, oder? Yes. Digga, der kleine Hannes! Der kleine Hannes. Ich hab den Punkt nicht bekommen! Ey, Digga! Beim Rausfahren, das Schild, das dir zeigt, dass du dich drehen musst, da bin ich gegengefahren. Dass das da reinhängt, Alter. Was zum Fick? Ey, jetzt muss ich... Wie schaffen wir das jetzt noch? Ey, Digga, es sind viel zu viele Leute hier. Nein. Ey, Digga, war das schon wieder Entenstein, Alter? Digga, das ist ja eiskalt einfach, absichtlich. Ich fahr schon raus da, ich muss nur nach oben fahren. Und er fährt noch absichtlich gegen mich, Alter. Entenstein, du bist so ein schmutziger Fickfink, Alter. Hier wäre jetzt eigentlich der nächste Punkt gewesen, aber ich muss den ganzen Scheiß nochmal fahren. Guck mal, da wäre jetzt wahrscheinlich das Ziel gewesen. Bums! Ich war jetzt schon mal im Ziel, ja. Das ist das Ziel, geil, dankeschön, wir sind Erster, let's go. Digga, weil man den Punkt da nicht eingenommen hat, ey. So ein Scheiß, ey. Nein, ich hab, warum hab ich so wenig Geduld? Ich hab einfach... Oh. Es sind aber auch alle hier jetzt, ne? Echt? Scheiße, ja. Mann, ey. Der ist richtig voll hier. Nein, oh, ich muss so früher raus. Ey, ich muss mich einfach gleich komplett wegschlagen, ey. Guck mal, zwei Runden GTA und ich kann einfach nicht mehr. Wie viel Spielzeit? 15 Minuten GTA? Oh. Hast du vor, Red Dead Redemption weiter zu spielen? Gerade nicht, ne. Kommt da wieder irgendwas Neues, oder? Weiß ich nicht, glaube nicht. Was ich gehört habe, ich nichts auf jeden Fall. Oh. Digga, mein Leben. Digga, Cedric sagt easy, hey. Digga. Ich war schon am Ziel, Brudi. Hab nur eben den einen Punkt nicht eingesammelt. Aber ja. Digga, den Fick hier ohne Kontakt, ne? Das war so eine behinderte Scheißidee. mit Kontakt meine ich. Bitte, nein, ey. Digga, zweimal beim Rückweg, ne? Wurde ich weggeolgert, ey. Zweimal. Oh. Komm, jetzt irgendwie den Punkt da einsammeln. Keine Ahnung wie, aber irgendwie. Ja, nein, ja. Bitte. Ist weiter oben. Ist so weiter so hier. Okay, jetzt darf ich einfach kurz chillen. Muss einfach chillen. Nerv doch nicht! Wo ist die Ausfahrt? Hier ist die Ausfahrt. Das alles und noch viel mehr. Nein! Nein, warum überdrehe ich mich immer zu wenig? Zu wenig, mehr Mehl. Zu wenig da oben überdreht und die Koralle verkackt deswegen, Alter. Es ist so unnötig. Verpisst euch, ey. Oh. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich der König von Deutschland bin. Ey, Digga, ich werde hier nicht mehr fertig heute, ey. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr weg. Digga, da war wirklich der Punkt, ne? Okay, haben wir. Wo ist Deko? Können wir den noch einmal ein bisschen trollen? Wo ist er? In der Tube. In der Tube, perfekt. Irgendwo da. Da geht doch was ab, ey. Alles Schritt im Fit? Ja, ganz genau. Digga, da ist richtig Party, ey. Fährst du da gerade rein? Ich bin gerade reingefahren, ja. Ich kann dir sagen, eine geile Wendung hier. Ich kann dir mal sagen, ob da jemand gerade dann eine Koralle macht.
Oh, also gerade ist der Turm free. Der Turm ist free. Ja. Ah, jetzt kommt an die Theke rein. Ja, ist free. Ist free, ist free, ist free. Oh, jetzt kommt da. Jetzt muss ich beeilen, muss ich beeilen. Wow. Oh. Ja, und jetzt hast du's. Ja, nur noch der Wallwechsel. Oh nein. Oh. Oh. Ey, Digga, das hat echt fickig, Alter. Ey, das hat so weh getan. Ich war da so häufig durch, und ich hab einfach, entweder ich wurde weggefickt oder ich hab irgendwelche Flüchtigkeitsfehler gemacht, ey. Oh. Oh. Und da musst du jetzt nur darauf achten, also der Punkt ist mega easy, du musst nur darauf achten, dass du den Punkt auch einsammelst. Fahr richtig stark in den Punkt rein. Okay, da ist ein Speed. Die Salzkristalle hängen aus meiner Nase, du sollst die aus meinem Arschloch sehen, Alter. Also, Deko, pass auf, ne? Hä? Du musst den Punkt einsammeln. Fahr ganz, ganz in die Nähe des Punktes, wenn du darüber flippst. Digga, warum fährst du nach unten? Hä, nach unten? Warum fährst du unten raus? Hä? Hast du dich erst mir zuschaust gerade? Nee, vielleicht nicht. Okay. Noch irgendwer bei dir? Auch ein Ping? Ich bin Vierter, also. Kann sein, dass hier andere Leute sind. Das Deko? Okay. Das. Ah. Ja! Oh, ihr müsst Loser-Salz verkaufen. Eigentlich müssen wir echt Salz verkaufen, ja. Ja, müssen wir auch. Wir müssen mal gucken, ob man irgendwo auf so einem Zulieferer jetzt für diese richtigen Kristallsalze, diese großen, diese Himalaya-Salz-Scheiße. Er soll ja auch schon gute Qualität ist sogar, sein, ne? Es ist sogar noch, ja, es ist das gleiche wie normales Arschsalz, aber es sieht fancy aus. Und wir können dann irgendwie so ein Arschsalzstreuer nehmen. Aber aus Gold. Damit es hochwertiger ist. Schafft das nein, noch? Nein! Ach, zu früh! Das alles! Ja, hab ich schon gehört, kenne ich die Marke. Nochmal 5 Euro von Schaufel. Nikos Schrei ist mit Musik in den Ohren auf meinem Heimweg. Wie wäre es, wenn ihr 2 Monate wartet und dann das einjährige Jubiläum der letzten Folge Forza? Wieder ein paar Maps dort. Der Forza steht auf jeden Fall eigentlich auch noch auf unserer Liste. Ja, oh nein, Downflip. Freeline muss ich jetzt noch irgendwie wegolgern. Nein, es war zu. Ich hab den Punkt nicht bekommen. Ja. Hey, ich muss nicht genau da drunter durchfahren oder was? Ja, ich wurde auch beim ersten Mal. Fick mich. Nein! Ihr darf nichts hinkriegen, ihr darf nichts haben, nie, nein! Ja, meine Katzen kriegen eigentlich nur, ich weiß gar nicht gerade, wie die Marke heißt, ich glaube, es gibt sogar 2 Marken. Aber die essen auch eigentlich nur reines Thunfischfutter, also die kriegen nichts anderes als Thunfisch. Jetzt gerade mögen sie tatsächlich ganz gerne Thunfisch mit Schrimps. Egal, läuft ist, bei denen. Da ist, glaube ich, 1 oder 2 Schrimps in der Dose, deswegen heißt es dann Thunfisch mit Schrimps. Aber sie essen wirklich nur Thunfisch, ne? Ich stelle hin, irgendwie geiles Huhn oder Rind oder irgendwie so ein edles gejagtes Reh oder irgendwie sowas. Nix. Lassen sie einfach stehen. Komplett uninteressant. Nur Thunfisch, geht klar. Ach, du warst das? Okay. Das war ich jetzt wieder, ja. Dann schauen wir mal. Also wie gesagt, den Punkt musst du schön reinballern, ne? Ich habe leider gerade den Flip davor so nicht gut gemacht. Oh ja, der wird gut. Oh ja. Oh ja, ich hab ihn. War's das? Nee. Du fährst nach oben. Geht jetzt noch in den Tube rein. Tube. Nach oben ziehen. Und dann Koralle. Und dann kommt ein Ziegeneiertrüstel. Ah. Und dann hast du's, glaube ich. Ja. Da fährst du den Scheiß zurück. Bleibst aber auf der gleichen Höhe diesmal, fährst nicht nach unten. Trüster. Ja, das Schild habe ich gesehen. Oh, jetzt kommt einer dir entgegen. Schauen wir mal, ob der dich wegolgert. Ja, da ist er. Oh. Der hat mich gerade vor allem schon mehrmals weggerammt, der Typ. In seinem komischen, wie heißt das, Lavendel oder sowas. Was ist das für eine Farbe? Oh! Oh, Hammer! Oh, Hammer! Hallo! Oh. Danke, Marvin. Bitteschön. Dieser Sacklutscher, Alter. Hab 2 Hunde und koche denen immer selbst das Essen.
Reis, Eier, rohes Fleisch, wenn nicht sogar wenig vergammelt, kann man für Katzen auch selbst kochen oder stehen die eher auf Dosenfutter? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gut, machen wir noch eine Map oder? Aber bist du Erster? Wir können noch eine machen von mir aus. Zweiter bist du. Weiß gar nicht, Cedric war Erster. Verdient zweiter Platz. Was lachst du, Alter? Wann wird wieder der doppelte Ehrenlord reaktiviert? Jetzt auf jeden Fall zeitnah. Wir sind gerade so halb dabei. Wir planen sogar auch noch ein Projekt mit Chachos. Wir planen gerade nicht nur den doppelten Ehrenlord. Wir planen einen dritten YouTube-Channel. Genau. Dazu irgendwann, ja. Es soll vielleicht am 1.7. losgehen. Vielleicht auch am 15.7., aber irgendwie so. Und ihr werdet hören mehr davon. Ihr werdet abgeholt. Auf jeden Fall. OnlyFans. YouTube-Channel. Aber OnlyFans planen wir auch. was wollte ich, das wurde gerade, wie heißt das? Fressnapf. Mal nachgucken, welche Marke das nochmal ist. Ich glaube, Miam oder so. Yam? Digga, Yam ist aber auch ein cooler Name. Ja, ihr könnt alle gerne mitzocken. Ihr müsst nur in der richtigen Crew sein. In der Hodenhobler-Crew. Premiere. Ausrufezeichen Crew. Die eine Marke, die ich immer bestelle, heißt Premiere. Jetzt habe ich wieder mein scheiß Konto hier nicht eingeloggt, Alter. Ich hasse das. Was ist denn mein Passwort bei Fressnapf? Okay. Alligator 3, oder? Alligator meine Käufe. 3. Premiere. Ich hatte, glaube ich, noch immer noch eine zweite Marke, die auch. Miamor und Premiere. Der Channel-Name steht noch nicht. Aber ihr könnt ja gerne mal. Falls ihr Vorschläge habt für Channel-Namen, genau. Wir sind da offen. Wir haben gerade heute ein bisschen gebrainstormt, was man nehmen kann als Channel-Namen und haben dafür einen Chatbot benutzt. ChatGPT. Das war aber nicht so ergiebig, muss man sagen. Das war ziemlich schwach sogar, muss man sagen. Wie ist aus mit Only Up? Schöner zu Fußparcours. Habe ich auch schon gesehen tatsächlich. Habe ich sogar ein bisschen Bock drauf gehabt. Aber Marvin hat es irgendwie komplett ab. Was aber auch egal ist, weil es hat eh keinen Koop-Modus. Leider. Ich finde es schade, dass es keinen Koop-Modus hat. Ziegenlord. Das wäre schön, Ziegenlord. Doppelter. Ich würde sagen, wir machen aber diesmal eine Map. Wo alle vielleicht auch bestehen können, oder? Was soll kommen? Ich weiß nicht, ob wir... Eigentlich wollen wir noch nicht sagen, was auf dem Channel kommen soll, oder? Nee, das halten wir uns noch offen. Also wir wissen schon, aber... Wir müssen ja nicht immer alles gleich teilen, Mujahid. Wir müssen nicht alles. Ihr müsst euch ja auch noch auf Sachen freuen können. Wurstfach. Kanalname Wurstfach. Doppeltes Wurstfach. Habt ihr schon Void Train gespielt? Ja, schon arschlange her mit Smoogie damals. War cool. Dreifaches Ehrenwurstfach. Dankeschön, lieber Bruder. Dankeschön, Khaled. Dankeschön, Alex. Mähdrescher. Dankeschön, Sperrfeuer. Dankeschön, Black Wolf. Wann kommt eigentlich immer Layers of Fear? Das ist die. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das Projekt noch weitermachen. Ich habe jetzt erstmal 3 Folgen aufgenommen und wir gucken, wie es ankommt. Die 3 Folgen waren geplant für Samstag, kam die erste. Dienstag, also morgen, kommt die 2. Und die 3. kommt am Donnerstag. Und dann gucken wir uns die Performance von dem Ganzen an. Und dann überlege ich mir, ob ich das Ding noch weiterzocke. Oder ob ich es komplett einstampfe. Oder ob ich es im Stream noch weiterzocke oder so. Wir werden mal schauen. OBS ist wieder hängen geblieben, man kennt es. Jede Session, Digga. Jede Session einfach. Aber bei irgendwas Bestimmtem, wenn du raustappst oder irgendwas? Oder? Random. Ja, wenn ich irgendwie in das Game wieder reingehe, ja. Auf irgendwas kommt er da nicht klar. Ja, nur Hauptfuttermittel, kein Gluten, kein Getreide, kein Zucker, keine Geschmacksverstärker. Darauf achte ich beim Katzenfutter immer. Und halt, also, wenn es irgendwas Gemischtes ist, dann achte ich darauf, dass mindestens 60% Fleischanteil sind. Hättest du eigentlich mal wieder Lust auf Warzone? Warzone triggert mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Muss ich sagen. Aber ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut. Ich gucke ab und zu mal ein Video von Aqua. Wo dann immer irgendwie eine Waffe richtig OP ist.
Und darauf habe ich halt immer keinen Bock bei Warzone. Das ist immer so eine Meter, eine Waffe ist immer richtig krass, dann kommt ein Patch. Dann ist eine andere Waffe richtig krass. Und da wird immer nur das gespielt und der Rest ist so... Hat man halt Pech, wenn man das zockt. Was ich gerade ein bisschen so zwischendurch zocke, ist Battlefield tatsächlich. Moin moin Ghost Rider. Also Battlefield 2042 zocke ich, habe ich glaube ich in der letzten Woche habe ich 11 Spielstunden. Ist auch nicht mega viel, aber so ein bisschen was. Bei dem sind alle Waffen OP. BK, da hast du auch recht. Ja, Aqua ist einfach so ein Monster, was Aim angeht. Und auch Rückstoßkontrolle, da ist glaube ich einfach alles strong. Pop the bottles. Pop the bottles. Pop the bottles. Okay, Deko, bitte annehmen. Bin ich gerade in die Pop da drauf? Das alles. Und noch wie mehr. Fruchtgummi schon probiert? Ja. Eine Packung habe ich auch schon gekillt. Ich habe die, die Gummititten auch schon aufgegessen. Die Gummititten hast du schon aufgegessen? Ich habe die Schwänze noch nicht aufgegessen. Die spart Marvin sich auf. Oh, ja. Die ganzen Schwänze gönne ich mir bei ein anderes. Hallo? Ich habe die letzten Tage die ganze Zeit Layers of Fear gespielt. Oh. Aber das Game ist auch wirklich geil. Aber es ist halt auch, man muss auch sagen, das jetzige Layers of Fear ist ja quasi, es ist schon eigentlich Layers of Fear 1 und 2 zusammengefügt. Mit ein bisschen extra Story drumherum. Moin moin Jakob. Red Dead Redemption habe ich auch, wieso fragen mich alle nach Red Dead, ist irgendwas mit Red Dead Redemption? Der zweite oder dritte Leute gefragt. Oder immer der gleiche. Vielleicht auch das. So, Stunt-Transfer haben wir jetzt. 30% kriegen wir es hin, ja, ne? Extra diesmal kein Kontakt. Man kennt ihn. Jan Frederik, das liegt an Rockstar leider. Also es werden nicht alle Leute eingeladen, die in der Crew sind. Und auch nicht alle Leute eingeladen, die in der Crew und online sind. Tatsächlich werden, glaube ich, immer nur 8 Leute gleichzeitig eingeladen. Habt ihr Bock auf Pisswasser? Geben Sie mir Pisswasser! Lecker Pisswasser! Also, wir sind insgesamt 16 Leute full. 22 Points, 30%. Okay, ja. Knall das! Bam! Jetzt muss aber alles hier wirklich smooth sein, ne? Oh, Digga, er sagt es 3 Sekunden später, dass ich ihn wegfliegen will. Ich bin noch da! Aber war das noch nicht? Nee, Schmuff war das auf gar keinen Fall. Mal schauen, ob ich überhaupt den Speed habe, rüberzukommen. Oh! Oh, oh no. Ja! Oh no! Ich bin ein bisschen zur Seite gefahren wegen dem Windschatten. Oh na, ey. Hast du geschafft? Wir hier, ja, ich bin drin. Hätten wir sogar im Looping. Oh. Hätten wir hier Kontakt an, wäre das aber ein brutales Ding gewesen, ne? Ja. Oh, das ist so ein richtiges Highspeed. Ah, wir haben ja keinen Kontakt an! Ich bin umsonst zur Seite gefahren, ey, Leute. Boah. Da kommen sie alle da unten, da kommen sie alle. Schon mal ein bisschen seitlich. Ja, wir müssen wieder ein paar Leute einholen. Ja. Ein paar Plätze gut gemacht hier. Zahnfee, ich glaube, ist alles leer, ja. Ich habe gerade Samstag ganz viel Pfand weggebracht. Und die ganzen komischen polnischen oder ukrainischen oder bengalischen oder was auch immer das war von Nubi konnte ich halt nicht abgeben. Nee, die konnte ich auch nicht. Ungarn. Ungarn, genau, was. Digga, schon war's. Wieder vierter Platz, ey. Wo seid ihr eigentlich, Alter? Ja, ich bin 14. Digga, gleich dritter. Mit Top Skill hole ich sie mir jetzt alle. Oh mein Gott, das ist brutal. Und ja, da kommen wir easy durch. Wir fahren direkt weiter. Nein, oh nein. Ja, wir fahren direkt weiter. Skill. Ja. Nice, Digga. Boah, das ist ein richtiges Highspeed-Rennen, ey. Feier ich. Ja. Wohin? Oh, da lang? Okay. Alter, wie die an meinem Arsch kleben. Sind das für Arschfliegen? Oh. Ciao. Ah, er hat's noch. Okay. Oh, fuck. Das war... Oh, ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs, ey. Wow. Schoko Sinus zieht an mir vorbei. Und wieder zurück. Okay. Einmal drehen und wenden. Ja. Hi, Deko. Hello. Schnell weiter. Noch andere Games geplant wurde. Apex vermutlich noch. Ob wir noch was anderes zocken, weiß ich nicht.
Müssen wir mal schauen. Unten fahren. Oh, geile Idee. Ich liebe so Highspeed-Rennen, ey. Kann man auch mit der Community ballern. Da können sie mal ihren Skill zeigen. Es sind ja ein paar Leute am Start, die auch mithalten können hier, ne? Nein, ey. Oh. Okay, es ist ein Flip. Ich wollte einfach mal durchballern, weil ich dachte, der wird da schon keine Flips reinbauen. Ey, Digga! Du Schwanzkrapscher, Alter! Ich hab dir gesagt, es ist ein Flip. Ja, als ich aber schon da war, als du Nein geschrien hast, dachte ich, da kommt ein Schmutziger, bin richtig langsam geworden, Alter. Ich dachte, ey, bei so einer Map, da wird doch niemand irgendwie was kommen. Ich gebe einfach mal Gas, um ein bisschen Plätze gut zu machen. Wap, wap, wap. Da ist wieder der Controller geiler, weil man irgendwie einen besseren Winkel hat zum Geilen. Leon Seelinger, danke dir für 5 Euro. Ein betuchtes Geburtstagskind ist da. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, viel Glück, lieber Leon. Danke dir für den 5er, Monsieur. Und schön, dass du deinen Geburtstag bei uns verbringst. Also Digga, zumindest einen Teil davon. Du brauchst aber einen anderen Song, oder? Hä, warum? Weil es immer der gleiche ist. Ja, so ist das nun mal mit den Geburtstagssongs. Soll ich mir jetzt irgendwie so Frank Sinatra oder Marilyn Monroe mäßig was Neues ausdenken oder was? Hä, das gibt's doch gar nicht. Hoch sollst du leben, an der Decke kleben. Ja, wie wär's denn dann, wenn du auch mal was singst? Du hörst das ja bei mir. Kannst ja auch mal selber ein Geburtstagsständchen singen. Oder viel Glück und viel Segen auf all das war mal Grundschule oder Kindergarten Gesundheit oder so. Gesundheit und Frohsinn oder Freude? Frohsinn, sei Freude auch mit dabei. Was müssen wir hier machen? Müssen wir hier reinfahren? Oh. Das ist einfach nur so random. Ich bin jetzt einfach mal rüber gesprungen. Okay, ich bin falsch gesprungen. Dankeschön, Simon, für die Mitgliedschaft. Herzlichen Bon, hallo, schön, dass du am Start bist. Oh, fuck. Ich muss ja hoch. Fuck, oben, yeah, baby. Hyper Knight Triebwerk ist tatsächlich ziemlich schnell. Ich würde schätzen, dass du eine Bestellung in 2 Tagen, da am Start hast, genau. Die sind richtig geil. Oh ja, der war gut. Oh, Golden Prince, Digga, dein Arsch schuld ich mir. Oh, fucking yeah. Hallo, Golden Prince. Du kriegst gleich einen Golden Shower von mir, hallo. Hallo. Bitte schnallen Sie sich an. Oh, dein Arsch gehört mir, ey. Aber dein Arsch gehört sowas von mir. Oh, fucking yeah. Okay, er macht nur diese Flips nach oben. Ich glaube, jetzt kommt einer. Hey, ja, er macht, also ja, es kommt kein Schmutziger, es kommen nur Flips. Okay, das meinst du. Okay. Simon, hallo. Golden Shower, easy eingeholt. Freitag bestellt, bis jetzt habe ich noch nichts. Okay. Ja, wir hatten gerade eine richtig fette Aktion bei Triebwerk, hast du wahrscheinlich dann selber auch bestellt. Vielleicht dauert es wegen der Aktion, weil so viele Bestellungen waren, ein bisschen länger. Aber also ich würde davon ausgehen, dass es morgen oder spätestens übermorgen bei dir ankommt. Weil eigentlich sind die echt... Ich habe sogar schon von einem Tag gehört. Ja, keine Ahnung, was die machen, aber die sind crank, ey. Das sollte nicht so lange dauern. Die haben sich einfach in die Amazon hier Lager eingekauft wahrscheinlich. Gehst du auf Raven-Deko? Ich war noch nie auf einem richtigen Rave tatsächlich, nein. Ich hätte richtig Bock drauf. Ist ja meine Mucke, ne? Ich gehe aufs Fest, also Nature One halt so, ne? Und ich gehe auch mal ab und zu, wenn man was findet, in einen Club, wo halt geile Techno-Mucke oder so läuft. Aber ich war noch nie tatsächlich auf so einem richtigen Rave irgendwo in einem Wald oder unter einer Brücke oder wo auch immer. Dankeschön übrigens für euren Support. Kuss, ihm geht raus. Hey, was müssen wir hier machen? Wo? Oh. Oben? Hä? Ach da! Was machen wir hier? Wie der einfach explodiert ist, Digga! Nice! Da bin ich auch schon wieder Dritter, Alter! Was? Fuck! Da kommt ein Tube-Flip. Ich hasse das. Digga, mein dritter Platz! Andi! Ja, ich muss jetzt wieder nach vorne kommen, weil erster und zweiter Platz sind schon drin. Ich muss jetzt skillig sein, bisschen mutiger werden. Oh, er ist an meinem Arsch, Digga, er ist an meinem Arsch! Zwei Leute sind an meinem Arsch, los! Okay. Raven im Wald ist schon Wald. Ja, ich hab Bock drauf, ja. Ich weiß auch, dass es eine Rave-Szene gibt in Hannover. Aber ich hätte sogar theoretisch, ja so Halbkontakt. Flüchtige Bekanntschaft. Ja.
Er ist immer dieselbe, also wir wechseln die Crew, wenn die voll ist, aber vom Prinzip her ist immer dieselbe Crew, ja. Aber am Strand Raven ist auch geil, Digga. Ey, die Mucke ist aber auch gerade richtig geil, Digga. Wobei das, glaube ich, schon ein bisschen zu harte Mucke ist für einen Rave, oder? Schon wie ich Radstyle hier am Start, ey. Das müsste ein Song von Epidemic Sound sein. Ich guck mal gerade nach. Das ist Helldog von Alpha Scam. Mach's mal ein bisschen größer, vielleicht kann man es dann irgendwie sehen. Größer als so, geht nicht. Helldog von Alpha Scam. Hört sich aber sehr cool an. Wusste ich gar nicht, dass ich den drin habe hier. Dragon Chest, das hört man sehr gerne. El Deco, während eurem Stream habe ich vor etwa anderthalb Jahren einen meiner engsten Freunde gefunden. Oh nein. Wir hatten uns damals zum Apex-Spielen kennengelernt und nächsten Monat fahre ich ihn besuchen. Dragon Chest, das freut mich sehr. Also das ist wirklich immer richtig geil. Ich meine, unser Balsam für unsere Seele ist es, wenn wir euch ein bisschen ablenken können, euch ein bisschen aufheitern können. Schlechte Tage ein bisschen besser machen, wir euch zum Lachen bringen können. Aber wenn wir sowas hören, dass sich wirklich dann Zuschauer von uns, Muchachos und Muchachinas, untereinander ein bisschen connecten und daraus Freundschaften entstehen, das ist richtig geil. Das hören wir sehr gerne. Besser geht's doch gar nicht. Besser geht's doch gar nicht, ja. Okay, ein Rennen können wir noch machen, oder? Einer geht noch rein, ne? Einer geht noch rein. Ja, die Leute wollen die Rave-Mucke gerade ein bisschen lauter haben. Deko richtig am Upraven. Ja, ich wusste nicht, dass ich so einen Song, aber ist auch gleich wieder vorbei, ne? Der Song geht noch 10 Sekunden. Danach könnte wieder irgendwas EDM-mäßiges kommen. Gib mir noch einen halben Teil und heute Nacht wird obergeil. So, jetzt kommt wieder irgendwas nicht Rave-mäßiges. Ja, es ist ja, wir sind hier auf YouTube. Ich muss hier auf Copyright-mäßig und sowas aufpassen, deswegen kann ich hier nur Mucke reinballern, die ich von Epidemic Sound habe. Ich wollte eigentlich für heute neue Mucke besorgen, aber ich hatte das Passwort für den Account nicht und habe den erst gerade eine Minute vorm Stream bekommen. Passwort für den nächsten YouTube-Stream versuche ich nochmal... Oh, Digga, wie geil sieht das denn hier gerade aus, ey? Ja, GTA kann auch einfach nach 10 Jahren immer noch ziemlich geil aussehen, ne? Geil. Hab auch von damals Freundschaften, die immer noch stabil sind. Sehr schön. Das freut uns. Ich kann für den nächsten Stream mal ein bisschen Hardstyle-Mucke auf Epidemic Sound suchen. Demon Slayer schaue ich bei Crunchyroll. Ich habe die letzte Folge noch nicht geschaut. Es kam ja gestern letzte Folge Demon Slayer raus. Marvin! Oh, Demon Slayer? Ah, ja. Also Demon Slayer ist jetzt Fini, Staffel 3. Echt? Ist schon wieder? Oh, dann ist wieder geil. Vorbei. Ja, ich schaue ja gerade immer noch die gute alte One Piece. Da bin ich jetzt auch bei Folge 1002, glaube ich. Ja, da hast du mich eingeholt. Ich bin jetzt bei Folge 1004 oder 1005. Dann habe ich hier wirklich bald eingeholt, Digga. Aber es ist auch affengeil einfach, muss man sagen. Super, super affengeil. Neuer Transformers. Wann kam ein neuer Transformers-Film raus? Sascha, ich schaue übertrieben viele Animes. Also, ich irgendein Anime, wahrscheinlich kenne ich ihn. Den neuen Spider-Man-Film habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Meinst du diesen Cartoon-Spider-Man oder? Also Transformers hatte ich jetzt gerade. Spider-Man weiß ich nichts von. Nature One ist dieses Jahr wieder sicher, ja. Marvin kommt auch mit, ne? 100%, ja. Nature One ist schon gekauft. Erased? Erased sagt mir was. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn geschaut habe. So. Vor kurzem. Für den neuen Transformers lohnt es sich ins Kino zu gehen. Okay. Dann mache ich das vielleicht mal. Ich habe jetzt übrigens Guardians of the Galaxy 3 mit Carlotta im Kino gesehen, ne? Ja, das war auch interessant. Ist der auch neu? Nee. Neu will ich jetzt nicht sagen. Aber so neu, dass er noch im Kino ist. War auch ganz cool, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Ich dachte aber, es gibt irgendwie kein Happy End, aber es gibt ein Todes-Happy End. Spoiler-Alarm, Ding-Dong. Der werde ich nicht sagen. Ah, oh, Muchachos, zieht euch auf jeden Fall auf Netflix den Black Clover-Film rein. Der war richtig geil. Ich fand das Ende ein bisschen schnulzig, aber der Film war
Richtig sexy. Echt cool. Lieblings-One-Piece-Charakter, Zorro. Ich finde Zorro einfach geil. Wir zocken jetzt übrigens bei Nacht, ne? Mangas lesen wir nicht, also ich glaube Nico auch nicht. Mhm. Ich habe mal irgendwann angefangen mit 12 oder sowas den Dragon Ball Manga zu lesen. Dragon Ball Z. Aber nachdem ich da irgendwie 20, 30 Mangas hatte, hat meine Mutter gesagt, den kaufe ich nicht mehr, das ist zu viel, das ist zu teuer. Ich glaube 10 Euro so ein Buch. Und dann gibt es davon irgendwie 3000. Airbeat One habe ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm. In drei es könnte zu voll werden. Airbeat. Cedric, zu spät, ich kann Nacht nicht mehr umstellen. Müssen wir jetzt bei Nacht spielen. Now it's too late, apologize. Fire Force habe ich gesehen, ja. Fire Force ist auch richtig geil. Fand ich auch sehr, sehr, sehr cool. Auch richtig geil. Hat mich überrascht. Ja, mich auch. Ich dachte, ich habe halt immer auf Crunchyroll dieses Bild gesehen mit ihren komischen Feuerwehrhosen an und dachte mir so, Digga, ein Feuerwehr-Anime? Ich meine, ich habe ja schon ein Koch-Anime gesehen, auch schon ein Handball-Anime oder ein Schwimm-Anime, aber ein Feuerwehr-Anime? Was zum Fick, ey? Und da habe ich reingeschaut und habe das einfach in einem Tag durchgebinged, Alter. Alter, was? Das war einfach so. Und dann kam, glaube ich, kurz danach sogar, als ich fertig war, Staffel 2 raus. Was für ein Schwimm-Anime hast du denn gesehen? Blue Lagoon? Free heißt der. Ah, okay. Gibt's, glaube ich, auch auf Netflix. Ja, Volleyball-Anime, es gibt ja jeden Scheiß-Anime, ne? Harad-Anime. Jojo Bizarre's Adventure kenne ich, habe ich aber, ich glaube, ich habe mir 10 Folgen nur so reingezogen. Immer wieder mich reingesetzt, aber es hat mich nicht überzeugt. Kuroko no Basket, der Basketball-Anime, ne? Habe ich auch geschaut. Wir haben mit Kontakt, das war, glaube ich, ein großer Fehler. Hallo. Bitte lassen Sie mich alle in Ruhe, hallo. Nein, nach oben fahren, okay. Perfekt. Ja. Nein! Ja. Digga! Wie soll das gehen mit Kontakt, Alter? Da ist richtig Party. Rolle von Party zu Party. Ich versuche jetzt Fullspeed durchzuballern, ne? Danke, Natsu. Digga, ist irgendwas. Ich hab gerade irgendwas runtergeschmissen hier. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich fahr extra unten lang, damit die mich nicht wegballern, dann verkacken die und rammen mich beim Ritterfallen raus, ey. Na, ey! Hat mich gerade der Chaco da von hinten gerammt, Alter? Blue Lock habe ich, glaube ich, gesehen. Oh! Lass mich! Lass mich! Digga, lass mich doch einfach alle! Ich will gerade in den Anime-Talk reingehen. Juju, warum bist du so ein dreckiger Lappen, ey? Warum bist du so ein Schmutzlappen, ey? Der hätte mir easy ausweichen können, Digga. Richtig easy. Wir müssen runter. Ja, hier ist die Tube. Jetzt verzieh dich, du Lappen! Achso, okay. Ist er noch da? Oh. Muss man wieder unten fahren? Ah! Nein! Ey, Digga, das geht nicht, Marvin. Ja, wir müssen den ganzen Scheiß zurückfahren, ne? Ja. Und du musst überall diese ganzen Klammern und sowas durchfahren. Nein, ey. Klammern und Endwords und sowas. Ich bin so beschissene Wege gefahren und trotzdem kam mir irgendwer entgegen. Ich glaube. Ja, wir können es nochmal versuchen. Tokyo Ghoul fand ich auch cool. Habe ich aber, glaube ich, nur. Ich weiß nicht, ob ich Staffel 2 gesehen habe. Eins habe ich auf jeden Fall durch. Zwei bin ich mir nicht sicher und ich glaube, es gibt hier noch eine dritte Staffel. Wo müssen wir denn bitte hin? Hä? Wo? Ey, du müsst ja den kompletten Weg. Ja, ey. Besser einfach so. Digga, wir müssen. Auch wenn wir hinter mir waren. Wir war, müssen ne? Vielleicht sogar. Ich glaube, wir müssen. Nein! Ey! Alter, es klappt nicht, Alter. Wir müssen bis zum Edward fahren. Bis zum Edward. Das können wir knicken, oder? Also bis zum Anfang hier. Ja, ich seh's gerade. Alter Schwede. Ja, wenn man Edward erreicht, dann geht's. Weil da muss man dann oben bleiben. Das ist dann nicht dieselbe Strecke, aber. Aber davor, ey, durch wie viele Zangen du musst und die ganze Scheiße, ey. Okay, ich versuche hier einfach extra Platz zu machen und so, ne? Kann man Elbus auch mit Sprudelwasser machen? Bestimmt. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen soll, aber getestet habe ich es noch nie. Digga, ich fahre extra nach unten, um auszuweichen und vielleicht macht die gleiche Scheiße. Oh Mann, ey, das wird doch nichts. Welchen Anime ich empfehlen würde? Hajime no Ippo? Den gibt's sogar zumindest zu einem kleinen Teil auf Netflix.
Black Clover und Demon Slayer würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man so aktuell und Jujutsu Kaisen. So für den aktuellen Stand. Hajime no Ippo ist ein Anime aus den 90ern oder irgendwie sowas. Da unten. Einer hat es, Digga. Einer hat es. Genau, fahrt alle vorbei, seid alle brüderlich. Nee, er wurde weggefickt. Ey. Warum fährst du drin? Ja. Also ich glaube einer hat es aber jetzt. Ich glaube einer ist durch. Also der Grüne wurde gerade weggefickt. Unkurbelt ist erster. Unkurbelt, hast du's? Unkurbelt, ich hoffe du hast es, ey. Falls nicht. Unkurbelt ist irgendwer. Er ist immer noch erster Platz, stand da. Ja. Ne, okay, ich hab was vergessen. Ja, okay. Dann gehen wir raus, ne? Die gleiche Map nochmal ohne Kontakt? Würde ich sagen, oder? Ja, schade, wenn wir den nicht zocken können, oder? Ja, können wir schon machen, glaube ich. Aber ich versuch's gerade einfach mit Kontakt hier noch zu schaffen. Jetzt gehen nämlich alle raus. Ja, schade. Nein! Ich dachte, das ist ein bisschen lustiger, wenn man ein bisschen Kontakt anmacht, aber gut, dass das dann eine Map ist, wo man die ganze Scheiße zurückfahren muss. Das bei einer Project X Map, ne? Felix Neubert, 2,16 Euro. Bitte macht Tripped Over Halle im Hintergrund an. Ist das Mucke oder was? Das hört sich aber sehr nach Geschichte Musik an. Also ich kann das, wenn dann kann Marvin das machen, auf YouTube geht das nicht. Wie soll das heißen? Kann ich ja mal gleich anmachen. Trip Over was? Malle? Halle. Ah, Trip Over Halle. Agamega Kill fand ich nicht so gut. Hat cool angefangen, fand ich, aber irgendwie. Ja, fand ich auch nicht so. Trip Over Halle, okay. So, da ist die neue Einladung. Ach, Trip to Valhalla oder wie? Meint er das? Trip to Valhalla nochmal neu geschrieben, ja. Achso, ich hab. Trip to Halle hab ich verstanden. Der hatte auch. In der wahrscheinlich wegen okay. Wegen Autokorrektur. Okay, aber Dr. Peace, Cock kennt man ja. Oh ja. Barky auf jeden Fall. Barky freue ich mich auch schon drauf. Soll, glaube ich, dieses Jahr noch Juli? Nee, kommt nicht jetzt sogar in den nächsten Tagen? Oder ist es erst nächsten Monat? Barky, neue Staffel raus. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Könnte auch Juli gewesen sein. Aber ich bin der Meinung, irgendwie 22. Juni oder Juli? Demon Slayer fehlt mir auch die neueste letzte Folge. Die letzte, ja, zehnte, glaube ich, ist das. Baki. Ist hier nicht irgendwo ein Trailer oder irgendwie sowas? Weiß das jemand von euch? Baki, wann es da weitergeht? Ich habe gerade eine Warnmeldung aufs Handy bekommen, dass wir höchste Gewitterwarnstufe haben in Hannover. Echt krass. Baki neue Staffel. Ab Juli. 26. Juli. Vinland Saga, ja, ich fand Staffel 2 nicht so gut. Ich glaube, ich habe Staffel 2 jetzt die ersten 5 Folgen gesehen oder sowas und fand es nicht so gut. Kengan Ashura auf jeden Fall auch geschaut. Kengan Ashura und Baki und so habe ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal geschaut, weil ich die so geil finde. Wie geil. Im Hintergrund richtig bam, bam, bam und Deko ganz normal über sein Anime gelabert. Deine Mund kann ich ja nicht hören. Telemedia-Kanal. Telemedia. Oh ja. Yeah. Okay, seid ihr ready? Jetzt machen wir das Ganze ohne Kontakt und das wird ein One-Pointer, sage ich euch, Digga. Assassination Classroom haben wir gesehen. Wir haben sogar damals zusammen gesehen in der Loser-WG. Ja, Renuck hat gerade geschrieben, Trip to Valhalla wird unser Einlauflied bei unserer Abschlussfeier. Digga. Hat schon was. Valhalla! Valhalla! Okay, First Try, ne? First Try! Nicht an einmal H drücken, ja, für Fernlicht. Ganz, ganz wichtig. Fernlicht, Leute, Fernlicht anmachen, dann seht ihr auch was. Machen ich muss sagen, Fernlicht das Fernlicht an. Fickt mich bei den Edwards noch härter weg. Echt, dann siehst du aber wenigstens was.
Ja, aber die Schatten fallen so komisch. Dass die Stangen breiter aussehen. So, jetzt kann nämlich auch niemand hier wegrammen. Ich kann schön langsam da reinbrezeln. Lecker, wir fahren direkt nach unten, machen noch eine extra Runde. Und dann würde ich sagen, okay, let's go. Hey, Lügner. Alter. Boah, das ist schon ein bisschen komisch. Du hast gesagt, du fährst eine extra Runde. Hab ich doch. Nee, hast du nicht. Oh, hab ich. Du bist runtergefahren und sofort wieder hoch. Nein, also nee, in der Tube. Achso, in der Kleinen. Nächste Runde gedreht. Ja. Und haben wir's? Ist da noch irgendwas? Scheiße, so weit waren wir ja nicht. Nee. Fahr erstmal langsam. Oh ne, okay. Elias, 6 Euro, danke dir. Yo, Deko, sag mal, zockst du ab und zu noch Battlefield 2042? Ja, tatsächlich. Ich hab, glaube ich, in den letzten 7 Tagen 11 Spielstunden. Also nicht unfassbar viel, aber so ein bisschen zwischendurch. So Friday, gerade am Wochenende, so Friday Night Battlefield Playlist ziehe ich mir rein oder die neue Map habe ich ein bisschen gezockt. Nein! Oh. Digga! Was ist denn hier los? Wieder Weitlicht, ne? Weitlicht. Ja, ich war. Marvin, willst du irgendwas zu Kick sagen? Kick? Marvin weiß ja nicht mal, was Kick ist, also alles gut. Meinst du dieser eine Typ, den wir mal kannten? Oder haben wir zu dem Kick, oder? Nee. Den meinte ich nicht. Okay. Meinst du High Kick, Low Kick, oder? Nee, auch nicht. Okay, ja dann. Hab ich keine Ahnung, worüber wir gehen wollen. Neue Konkurrenz. In Klammern neu zu Twitch. Ah, das hat doch iCrimex beworben. Mit 10.000 Zuschauern. Hätte er wahrscheinlich ordentlich Knöpfe für bekommen. Hat iCrimex beworben? Ja, also der hat auf jeden Fall einen Stream da gemacht. Also ich weiß nicht, ob er dafür. Ja, natürlich hat er dafür Geld bekommen. Ja. Er meinte mich am Ende nochmal, macht euch alle einen Account hier, ne? Also. Richtiger Hund, Alter. Wieso? Also Kick ist eine Streaming-Plattform, die das Online-Casino Stake gegründet hat, weil Stake dann auf Twitch verboten wurde. Ah, okay. Und weiter und ganz viele Twitch-Streamer, die halt bei Twitch rausfliegen, weil sie sich irgendwie rassistisch äußern oder weil sie rechtsextreme Inhalte haben. Oder halt, weil sie gebannt wurden wegen Streaming, wegen Casino-Streams und sowas. Sind oft auf Kick unterwegs. Das heißt, wenn du dann Leute da rüberdingst und die anhältst, da einen Account zu machen, dann spielst du halt mit dem Risiko, dass sie dann anfangen, da irgendwie Glücksspiel-Scheiße zu gucken. Schmutz! Plus das ganze Geld, was die da bekommen, ne? Die bekommen ja auch, Kick zahlt tatsächlich sogar als Streamer einen Stundenlohn. Alter, was? Bestimmte Stunden. Das Geld, das du halt verdienst, ist halt, muss man wissen, ist halt Geld, das Leute beim Glücksspiel verloren haben, ne? Ja, das ist doch aber nicht nur. Also die müssen sich doch auch Werbe finanzieren, oder nicht? Ey, die sind so klein, die haben keine, also Werbung für irgendwelche Casinos, ja. Aber Kick ist ja, also Kick ist eigentlich winzig. Ist auch ein Großteil der Zuschauer auf Kick sind auch Bots. Und du meinst wie die ganzen sexy Bots auf unserem Kanal? Sowas, ja. Also das muss ich sagen, ist echt. Also dann noch so ein Werbedeal annehmen, hat er jetzt, XQC ist jetzt bei Kick. Ich glaube, es war der größte Twitch-Streamer ever. Also überhaupt. Zumindest zwischendurch mal. Und jetzt ist er, ich habe gesehen, ein Stream bei Kick mit irgendwie 83.000 Zuschauern. Alter, was? Also, ne, wie viel davon jetzt wieder echt war tatsächlich und wie viele irgendwelche Bots waren, keine Ahnung. Aber, Digga, stell dir mal vor, du hast wirklich 83.000 Zuschauer, die du auf so drüber ziehst. Irgendwer davon wird dann gucken, oh, was gibt's denn noch auf Kick? Ah, hier, Casino-Stream. Ah, cool. Irgendwie lass mal hier Online-Casino anmelden. Und dann kannst du Geld gewinnen. Aber Kick ist jetzt aber, die sind nicht mit irgendwelchen Casinos verbunden, sondern einfach die Leute Kick machen das. Kick ist Casino. Ach, das ist sogar, das ist ein Casino? Kick ist gegründet von Stake. Und Stake ist das Online-Casino, das mit letzten Aktualisierungen von Twitch auf Twitch verboten wurde. Ah, okay. Und die haben Kick gegründet. Ja, warum nicht? Ne? Stake sagt mir nämlich auch gar nichts, deswegen habe ich davon keine Ahnung. Ja, ich weiß auch von Stake nichts, außer dass es ein Online-Casino ist. Und dass es in Europa illegales Online-Casino auch ist, ne? Ich würde aber auch niemals Online-Casinos trauen. Also ich vertraue nicht mal den normalen Casinos, sag ich jetzt mal, aber... Ja.
Ja, aber wir haben ja auch, wir haben auch im näheren Umkreis jemanden, der da sehr viel... Ich kenne einen, der spielsüchtig war, und das ist nicht geil, ey, wie viel Geld man da verballert, was aus einem macht. Und aber auch mit Online-Casinos, ne? Also auch mit Online-Casinos. Also fangt da mit so einem Scheiß das gar nicht an. Ich muss sagen, ich habe da einen sehr gesunden Bezug zu Casinos, weil ich mit meiner Frau, wenn wir mal irgendwo so einen Geldautomaten sehen oder so, dann hauen wir da so 1-2 Euro rein und spielen dann die ganze Zeit. Irgendwie so auf 5 Cent oder so ein Scheiß. Und bisher hat es auch immer irgendwie für eine halbe Stunde so gereicht, weil dann gewinnt man mal wieder ein bisschen und dann verliert man mal wieder ein bisschen. Also 1-2 Euro haben wir da mal reingeballert. Also ich habe in den letzten 5 Jahren rubbellos und ab und zu nochmal. Rubbellos hole ich mir ab und zu mit meiner Frau. Haben wir bestimmt in den letzten 2 Jahren bestimmt schon so 20 Euro verballert oder so, aber... Montana Black hat auch nichts von Kick gehalten, aber... Also bei Monte muss ich sagen, das wäre so der erste deutsche Streamer, wo ich mir vorstellen könnte, dass der bei Kick am Start ist. Aber es sind ja auch schon hier, ne? Orange Morange und was dann halt zu diesen Leuten geht, ne? Orange Morange und Skurrow sind bei Kick. Die sind ja bei Twitch gebannt worden. Buzzy, auch so einer, der bei Twitch gebannt wurde, der auch mit Glücksspiel am Start ist, auch eine eigene Glücksspielsucht im Hintergrund hat und dann trotzdem seinen Zuschauern da den Scheiß näher bringt. Das ist einfach Schmutz. Und das sind ja keine Leute, die irgendwie am Hungertod irgendwie nagen oder irgendwie sowas. Das sind alles Leute, die im Monat so schon 8, 9, 10, 11.000 Euro verdient haben. Und dann auch sagen, oh, jetzt muss ich auch noch mal Online-Casino machen, weil meine Zuschauer, den gönn ich das mal. Also wenn ihr Pokern macht oder keine Ahnung, so ein Scheiß, das hat ja noch ein bisschen sowas mit Skill zu tun, ne? Aber diese komischen einarmiger Bandit und so, diese ganze Scheiße, schwierig. Monte ja, es ist halt auch online, ne? Und auch, ich meine auch im normalen Casino, die Maschinen sind halt so eingestellt, dass das Casino gewinnt. Ist halt einfach so. Kannst du ja auch ausrechnen. Haben wir damals auch im Studienfach Stochastik, glaube ich, war das. Ich glaube, Demon Slayer Staffel 4, Majutsu ist noch nicht irgendwie irgendwas. Die letzte Folge kam ja gestern erst von Staffel 3. Basti, ich soll deine Nachricht lesen, aber was meinst du? Eine Monte würde für 100 Millionen ungefähr zu Kick wechseln, Marvin. Also, was willst du mir damit sagen? Also, ob ich auch für 100 Millionen wechseln würde oder Monte würde für 100 Millionen ungefähr zu Kick wechseln, Marvin? Also, was für eine Frage, Alter! Keine Ahnung, also ich würde für 100 hat Millionen. Hat nicht dieser XQC auch 100 Mille bekommen dafür? 100.000, sagst du? 100 Mille. Also, 100 Millionen. Immer wieder die Stimme der Community gespielt. Das ist halt krass, ne? Das sind halt solche krassen Summen, Alter. 100 Millionen oder so, oder lass es auch 10 Millionen sein. Das ist so crank, ey. Also wenn man 100 Millionen Euro, also das ist ja eine Summe, das ist ja vollkommen aus der Luft gegriffen, ne? Ich denke mal, jeder Mensch ist in einer gewissen Art und Weise kaufbar. Wenn man mir jetzt, keine Ahnung, 100 Millionen geben würde, dann würde ich mir Dekos Sackhaare als Vollbart ins Gesicht kleben. Würde ich für 1 Euro nicht machen. Yeah. Ne? Also jeder Mensch ist irgendwie kaufbar ab einem bestimmten Wert. Ob du jetzt irgendwie, ob irgendwann dann so Ethik und Moral dazu kommt, dass man sagt, okay, bring jetzt dein Haus hier um für 400 Millionen. Ne? Also da wäre bei mir so, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich einfach nicht machen, egal wie viel Geld man mir geben würde. Weil ich jetzt auch nicht vorm Hungertod leide. Ja, da sage ich, okay, nee, ist mir nicht wert. Ja, 100 Millionen Agent ist halt eine krasse Summe, ne? Ja, 100 Millionen. Also bei 100 Millionen müsste man sich überlegen, ob man sich irgendwie annimmt und dann da irgendwie rauskommen kann. Wenn man irgendwie so einen Monat da mitmacht und irgendwie den Zuschauern aber sagt, macht euch hier keinen Account, das ist eine richtige Scheißseite, Casino und sowas, lasst das. Aber damit kann man so richtig coole Gedankenexperimente durchspielen. Guck mal, als erstes würde ja jeder sagen, für 100 Millionen Euro tötest du deine Katzen, Deko. Tötest du sie. Dann sagst du natürlich im ersten Moment, nee, mach ich nicht. Aber dann im nächsten Moment, okay, für 99 Millionen, wie viele Katzen ich auf der ganzen Welt retten könnte. In Griechenland, in Spanien, was ich für Häuser da aufbauen könnte. Das wäre für mich keine Überlegung, wie viele Katzen ich davon retten könnte. Aber so kann man das dann ja weiterspinnen. Das ist ja genauso wie diese Frage, du hast auf einem Gleis... Hast du einen Typen, ja, der da so festgebunden ist
und das andere Gleis ist kaputt und in dem Zug sind 4000 Menschen. Du hast jetzt die Möglichkeit, den Zug jetzt nach rechts zu lenken oder nach links zu lenken. Wo, also wo machst du es? Wo ein Typ ist, der einfach nur random da festhängt, der nichts dafür kann? Oder das, sind halt, ne? Dilemma, das sind diese 4000, ne? Das sind diese Dilemmatas. Finde ich einfach cool, so darüber mal zu reden. Und da kann man ja auch sagen, so an einer bestimmten Menge hast du sozusagen andere, kann man da Opportunitätskosten sagen? Kannst eben so viel mit dem Geld anrichten, dass du super viel Gutes dafür tun könntest. Ne? Ja, mit 100 Millionen kannst du mehrere Haushalte ernähren, mit 100 Millionen kannst du fast eine Kleinstadt ernähren. Ne? Ja. Das ist so scheiße Geld. Das ist schon einfach 100 unfassbar. Millionen ist, ja. Ich sagte gerade jemand, life-changing amount of money. Also ab 100 Millionen so. Arbeitet wirklich das Geld auch für dich. Dann kannst du irgendwo anlegen und dann kannst du jeden Monat kannst du extrem gut, sagen wir mal einfach, du kriegst irgendwie Digga, 3% oder so. Dafür, 3% dafür reichen Millionen, schon 3 oder 4, 3 Millionen. 4 Millionen schon. Also, dir geht's einfach gut, sagen wir mal so, nur von den Zinsen. Deswegen weiß ich nicht, wie man auf diese 100 Millionen kommt, weil die komplett random sind. Man müsste eher so eine Summe nehmen, die so ein bisschen interessanter ist. So, was würdest du für 100.000 alles machen? Was würdest du für 10.000 alles machen? Also, wenn du 3 Millionen zu 3% anlegst, hast du im Jahr 90.000. Davon kannst du schon chillig leben. Deswegen, ja, also ich ja. Finde es auch, also ich finde es auch immer so krass. Man muss immer sehen, ja, ist cool, kann man auch geil von leben, aber die Frage ist, wo fängt es denn an, dass man davon geil leben kann? Also nicht oben anfangen, sondern unten. Also was muss ich wirklich, wie viel Arbeitszeit muss ich am Tag leisten oder im Monat oder wie auch immer? Wie viel Geld muss ich verdienen? Dass ich davon ein gutes Leben führen kann. Finde ich auch sehr interessant. Ja, 100 Millionen ist wirklich. Also, eigentlich muss man sagen, 100 Millionen ist eine absurde Summe. Ja, komplett. Das ist komplett. Kann sich auch keiner vorstellen. Würdest du dir für 100 Millionen. Ne, sagen wir mal. Gehen wir mal von einer anderen Zahl aus. Sagen wir mal, guck mal, 1 Million ist auch schon viel, aber zum Beispiel für 1 Million würde ich mir jetzt nicht das Bein abhacken. Nee. Oder auch also was heißt abhacken? Auch wenn das ein Arzt macht, amputieren so, würde ich nicht machen. Bei 1 Million klingt viel. Kriegst du 1 Million, kriegst du gerade hier in Hannover, kriegst du gerade mal eine ziemlich gute Wohnung oder zwei gute Wohnungen. Oder ich erinnere mich, als ich nach meinem Haus gesucht habe, habe ich in, wie heißt das hier, Isernhagen. Ja. Habe ich eine richtig geile, schon fast eine Villa gesehen, Alter, mit einem riesigen Garten, schon so ein halber Park, Alter. Das Haus richtig offen, unten mit so Säulen, im Keller war noch Sauna und ein Kino und sowas. Für 850.000, glaube ich. Alter Schwede. Hätte ich richtig Bock drauf gehabt, Alter, aber 850.000 ist halt, ist scheiß viel Geld. Alleine wollte ich das nicht machen. Ah, glaube ich. Da steht den ganzen Neid auf die Fußballer nicht. Jeder würde doch die Kohle nehmen. Natürlich. Also, es gibt ja auch meistens nur super viel Geld, wenn super wenig die Möglichkeit haben, da ranzukommen. Also, könnt ihr auch darüber reden, es ist super unverdient, dass Twitch oder Streamer XY so und so viel Geld bekommen. Ja, also, die bekommen arschig Geld, aber das sind dann auch, einer von 100.000 oder so, oder noch mehr. Ja. Also einer von aber man muss auch sagen, da, also wie das bestimmt wird, dass diese eine Person ist, das ist Glück. Also ob das jetzt Monte ist, der irgendwie 2 Millionen erreicht, oder ob Gurkensohn irgendwie 3 Millionen im Jahr verdient. So das, der Unterschied ist einfach nur Glück. Ja, zur richtigen... Ja. Die richtige Zeit. Ja, also ne, ich meine, am Ende Fleiß ist auch, ich meine, so du musst ja, wir arbeiten ja auch 8 bis 10 Stunden am Tag, ne? Also es ist schon, du musst schon ordentlich reinballern. Ja. Aber der Unterschied ist halt, dass, weiß ich nicht, wir machen im Jahr vielleicht 150.000 und Monte macht im Monat 150.000. Und der Unterschied dazwischen ist Glück. Ja. Aber ich find's cool, darüber mal zu reden. Ich finde auch so ein Podcast-Style fände ich mal ganz cool, wo man sich ein Thema raussucht und dann einfach mal so ein bisschen darüber klönt. Deswegen also, Podcast. Ganz viele Leute sagen ja auch immer so, dass das Gehalt müsste angeglichen werden bei den Fußballfrauen und bei den Männerfrauen. Also ich sag da ganz klar, nee, muss nicht. Also das ist meine Meinung. Weil in dem Markt für Männer ist einfach viel mehr Geld zu holen. Ja, also das würde ja auch heißen, dass das Geld, was die verdienen, irgendwie leistungsbezogen ist. Aber das ist ja nicht so. Genau.
Es geht halt einfach darum, dass bei Männerfußball irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen viel Leute zuschauen quasi, und ne? Bei Frauenfußball gucken halt, weiß ich nicht, 1000 oder so. Da ist der Markt einfach viel, viel größer und ja, also es ist ja genauso, Dankeschön, wenn man sagt, wenn man eine YouTuberin nimmt, die 100 Abonnenten hat, die macht jetzt ein Placement für Kinderschokolade und dann haben wir, keine Ahnung, Monte mit keine Ahnung wie viel Abonnenten und man sagt dann, okay, ist es fair, dass beide das gleiche bekommen? Nee, weil der eine hat einfach eine ganz, ganz krassere, andere Reichweite und kann viel mehr Leute erreichen. Also genau der gleiche Scheiß, dann sagt auch niemand, ja, nee, die Dame muss jetzt genauso viel bekommen für die Kinderschokolade-Werbung wie der Monte. So auch so, vollkommen Banane, Alter. Und dann nur so auf das Geschlecht zu gehen, ist doch eine Argumentation, die vollkommen Banane ist, ey. Ja. Man kann es ja auch andersrum drehen, ne? Ja, wenn die Frau eine größere Reichweite hat, dann soll die mehr verdienen als ein Mann. Fertig aus. Es wäre ja so, als würde man sagen, weiß nicht, Monte bekommt weniger Geld für eine Werbung als Angelina Jolie. Ich finde, er muss genauso viel bekommen. Es ist halt einfach, da geht es halt nicht ums Geschlecht, es geht halt einfach um alles andere eigentlich, als ums Geschlecht. Okay. Die Männer, woher die Kette? Boah, die Kette habe ich im Türkei-Urlaub bekommen. Mit 15. Ich wollte die immer mal länger haben. Ich war tatsächlich letztes Wochenende bei Christ, beim Juwelier. Hab gefragt, ob wir die länger machen können, aber können sie nicht. Da muss ich zum extra Goldschmied hingehen. Digga, Goldschmied, der glänzt, ey. Ich hätte sie halt gern ein bisschen länger, weil die war halt mit 15 schon so, ja, okay. Und mit jetzt 30, so, ich habe auch einen relativ dicken Nacken bekommen. Das ist Weißgold. Also soweit ich weiß, ist es komplett Weißgold. Ich habe allerdings noch nirgendwo was testen lassen. Was machen wir jetzt? Apex oder was? Warum gibt's keine Shaker von euch bei Triebwerk? Kommt demnächst wieder, was richtig, wir bringen, richtig geil. Wir bringen neue Shaker, Muchachos, neue Shaker. Aber wie immer, zeitlich begrenzt, ne? Also die alten gibt's ja auch nicht mehr. Also ihr müsst schon schnell am Start sein, sonst war's das. So, Deko, bei mir startet Apex. Apex, okay, starte ich auch. Ich muss kurz auf Klo. Ich gehe auch mal kurz pullern, Muchachos. Wir können ja gleich noch ein bisschen weiterballern. Gibt's das Mauspad noch? Ja. Ja und ja, gönnt euch das, solange es noch verfügbar ist. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Apex und New Day. Können dann gerne nebenbei auch noch über Gott und die Welt reden. Vielleicht kann man ja Apex mitnehmen da so ein bisschen. Weil man lootet ja am Anfang eh nur, ne? Und dann läuft man rum, also. Haut gerne ein paar Themen rein, vielleicht können wir ein bisschen quatschen. New Day, ich finde auch, dass Silber besser aussieht als Gold. Aber deswegen habe ich ja auch Weißgold, ne? Weil es sieht aus wie Silber, aber ist halt Gold. Oh yeah, der Hack. Apex. So, jetzt habe ich noch ein paar mehr Muchachos hier. Bitte einmal Bescheid geben, wie ihr dieses Bild hier findet. War das hier? Oder hier? Warum Frau Deko? Warum ist hier... Wo bin ich hier gelandet? Warum ist hier plötzlich Frau Deko?
Das meine ich eigentlich. Einmal bitte 1 bis 10 reinballern, ja? Smash or pass. Renuck, ja, wir müssen mal anfragen, wann wir die nächste FME-Session mal raushauen. By the way, ich weiß, ist Marvin gerade da? Ja. Hello? Marvin? Ja. Okay. Bin da. Ich muss heute um 19 Uhr muss ich weg. Sexy, sexy. Weil ich mit Nami noch zum Tierarzt muss. Hier wurde ja letzte Woche kastriert. Ja. Und da müssen die Fäden gezogen werden. Machen das ist mein Katze, Sascha. Machen muss. Haben die so. Losers Kooperation was? Was? Haben die Losers Kooperation mit der ukrainischen mit den ukrainischen Streitkräften? Oder warum tragen die Ehrenmänner Muchacho Army Merch? Siehe neueste Arte-Doku. Was? Ist klar. Ey. Wahrscheinlich wieder sowas wie hier ist Justin so Bieber. Ein Ziegenmann drauf oder sowas. Sollen wir die Packs aufmachen? Habe ich überhaupt Packs? Die Kopfhörer sind Hörlux HL5 Gaming Edition. Die sind eiskalt, die besten Kopfhörer, die ich jemals hatte. Aber die kosten auch mittlerweile, ich glaube, 700 Flocken oder irgendwie sowas. Also das ist, Digga, mir wurden 13 Packs geschenkt! Was ich empfehlen kann, sind die Logitech, Logitech Pro X2, so waren sie. Pro X2. Aber es sind Over-Ears halt, ne? Der Tierarzt hat bis 20 Uhr geöffnet. Deko, warum muss ich bei Twitch einen Monat Abonnent sein, um erst zu schreiben? Felix, musst du nicht. Du kannst schreiben, wann du willst bei Twitch. Du kannst, glaube ich, sogar ohne Account schreiben bei Twitch. Wir können ja gerade einfach reinschauen. Haben wir noch hier, Lux Command? Nee, haben wir nicht. ...698 Flocken kosten die HL5 Gaming Edition. Die sind natürlich auch, ne, muss man auch sagen, sind maßangepasst. Also ihr müsst ja vorher zum Akustiker hingehen in eurer Nähe und so einen Abdruck von euren Ohren nehmen lassen. Bist du da? Aber es ist einfach scheiß viel Cash, Alter. 700 Flocken für die Kopfhörer. Ich habe auch schon viel Geld für Kopfhörer ausgegeben. 500 war mein höchstes. Aber 700 würde ich, glaube ich, für Kopfhörer nicht bezahlen. Wir haben die tatsächlich gestellt bekommen. Allerdings, also für eine Partnerschaft, wir waren ja ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, waren wir mit Paradox verpartnert und haben die in diesem Zuge bekommen. Damals haben die allerdings auch bei Hörlux noch 500 gekostet. Und 500 fand ich okay. Marvin voll vertieft in seinem Pack-Opening. Dass der einfach schon wieder Packs hat, Alter. Was ist falsch bei dem? Hört er mich überhaupt gerade? Nee. Kann ich ihm beitreten hier? Nee, kann ich auch nicht. Agent, ja. Auf der Nature One sind wir am Start. Marvin nutzt die aber nicht, oder? Doch. Also, aber nicht immer. Ich nutze die häufiger als er, glaube ich. Ach so. Ja, muss Marvin mal ausmachen, ne? Hallo? Marvin öffnet gerade Packs. Ich hab ja, dass du Packs hast, ist schon wieder einfach unverschämt, ey. Digga, mir hat einfach jemand 13 Packs gekauft, Digga. Ice cold, was ist los? Das war nicht nur ein Emote. Laden wir nicht voll, das war ein Skin, ey. Ich hab einen richtig krassen Skin bekommen, ey. Boah. Marvin, hast du den Shield-Modus angemacht, dass man bei Twitch einen Monat lang Abonnent sein muss, um zu schreiben? Nein, das ist ja das, was ich gesagt habe, was R6 angemacht hat. Also R6 to Glory, soll ich den mal ausmachen? Also ich
Ich hab dich ja gefragt, was das ist. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Ja, Field ich Mode? Kenn das auch nicht. Field Mode. Was heißt das? Field Mode. Quickly activate powerful safety settings to stop hateful and harassing messages. Ach, scheiß drauf, Digga. Wieder aktivieren, ey. Gib mir den ganzen Bums hier rein. Okay, ich hab den jetzt mal deaktiviert. Keine Ahnung, was das bringt. Ja, ich kann auch wieder alle schreiben, so wie vorher auch. Ja, Slow Chat weg. Ja, den Slow Chat, den hat auch Dings reingebracht. R6. Glory. Aber was macht denn der Broder, Alter? Keine Ahnung. Slow Mode ist off, ja. Hier sollte alles wieder richtig sein. Einen wunderschönen Hakuna. Ja, jetzt sehe ich hier auch noch ein bisschen Muchachos hier. Ja, ich kann schreiben. Hab mich schon gewundert, Alter. Guck mal, auf einmal sind Zuschauer da, ey. Ja, was ist denn da los? Ein Wunder. War schon so voreingestellt. Okay, R6. Ich habe da irgendwas gesehen, was mir gesagt wurde. Okay, wir lassen mal so stehen. Ah, ja, da sind wir ja. Ich muss jetzt aber noch mal kurz 4 Packs aufmachen. Ne? Ich mach mal kurz hier kurz Ding, dann rein. Ja, okay, lass mich halt noch länger warten. Ja, komm doch mal ein, du Fotzenkopf, ey. Einladung ist draußen. Ist ja nicht früher aber eine Einladung aufgeploppt? Ich bekomme nichts. Warte, vielleicht kriegst du noch eine Einladung. Ich kann doch nicht beitreten über Steam. Warum geht das nicht? Warte, schick dir noch meine. Also ich bekomme keine Einladung jedenfalls. Hier irgendwo? Privatsphäre offen? Seit wann kommen diese scheiß Einladung nicht mehr an? Warte, das ist nochmal anders. Geht's so? Das hat funktioniert, ja. Bis jetzt Apex gezockt, beende es, komme in den Stream und sehe, ihr zockt Apex. Oh yeah, Fladen, hallöchen. Okay. Besucht ihr die Kieler Woche? Was ist denn das? Aber bis jetzt ist es nicht geplant, nee. Die Kieler Woche? Warum sollten wir da hin? Ist das ja wie so das Maschelfest? Ist sowas ähnliches, ja. Ah, okay. Das ist, in Kiel. Und da sind sogar hier mit Segelschiffen und sowas. Zum Saufen, Barbossa! Wenn du wüsstest, wenn ich was wüsste. Wenn ich was wüsste. der Kieler Wochendude meinte zum Saufen, Barbossa. Warum? Nimm mal an hier, du Lappen! Warum zur Kieler Woche? Zum Saufen. Okay, also Klassiker, ja. Wann wurde sie kastriert? Am Donnerstag, vor anderthalb Wochen oder so. Deko, warum habt ihr aufgehört, diverse Spiele zu spielen? Welche? Divers, hat doch gerade gesagt. Diverse Spiele diverse. Zu spielen. Diverse. Hä, aber wie, also, hä? Diverse. Wie diverse? Das Game heißt so. Diverse. Das war gelogen, keine Ahnung. Digga, wie er mir glaubt, Alter. Ich muss immer alles auflösen. Ich bin einfach, ich hab keine Ahnung, was wovon Phase ist. Hey, wir zocken noch unterschiedliche Sachen. Ich hab mit dir nochmal ein paar Sachen zum Besten. Hallo, wie geht's euch beiden so? Gut. Ich hab langsam Hunger. Ich habe auch, glaube ich, nichts mehr zu essen da, Alter. Das, mal gucken, was ich heute Abend esse. Voll die Flashbacks bekommen bei deinem Layers of 4 Gameplay. Oh ja, ich auch. Ich habe keine Packs gesehen gerade, ne? Los, Deko, für uns hier rein. Auf geht's. Erste Runde, Muchachos, nach 200 Jahren! Digga, wir haben echt lange kein Apex mehr gezockt, ne? Digga, richtig lange nicht mehr. Dann, wir holen uns direkt einen Sieg, oder? Kann man nicht mit Alt irgendwie gedrückt halten und dann sich umgucken? Nee, Rechtsklick war das, glaube ich. Haben wir hier wen, oder? Weiß ich nicht. Der braucht seinen Arm hier. Hallo? Der Beute-Marvin. Oh, ich bin eins Beute-Marvin, hallo? Hallo, Beute-Marvin. Noch eine Prowler? Willst du eine Prowler? Nee. Oh, eine Volt. Volt?
würde ich nehmen, tatsächlich. Oh. Was in der Nähe, oder? Volt? Hier ist auch eine Volt hier, ne? Ja, habe ich schon. Soll ich die mal nehmen? Ach komm, scheiß drauf, ich nehme sie einfach mal. Oh. Bist du das hier, der so laut ist? Hey, Mama ist laut, Junge. Oh ja. Dann wollen wir die Scheiße mal aktivieren? Come on. Was liegt hier noch? Munition. Check. Oh, eine Flatline. Ach scheiße, ich nehme lieber die Flatline. Dann schmeißt ihr mal ein paar Sachen rüber. Hier, hier, hier. Könnt ihr das? Könnt ihr das? Haben die irgendwas geändert? Weiß ich nicht. Ich muss erstmal wieder auf das Aim klarkommen, ey. Das ist immer so komplett anders hier, ey. Oh ja, das tut mich. Ja, ja. Auf die Volt auf jeden Fall. Okay, eigentlich habe ich jetzt keine Waffe für größere Distanzen dabei. Was natürlich nicht ganz so praktisch ist. Was haben wir denn eigentlich hier gerade im Kaufmenü? Mit Karte konnte man das sehen, ne? Karte. Oh, es gibt ja nur richtig Schmutz, ey. Geil. Geil. Wir sind schon im nächsten Ring, okay. Ich habe hier noch so einen Stabilisator, ne? Eine Eva habe ich jetzt, auf die komme ich gar nicht klar. Ich habe auch geschafft. Schaft kann ich hier auch geben, ja. Was ist das denn? Evakuierungsturm. Ach, der ist ja neu, ne? Also neu damals. Ja, vielleicht haben wir eine Rüstung da drin. Ihn auf jeden Fall feiern. Ich habe hier einen. Einfach Rotpunkteil. Ja, nö, brauche ich nicht, danke dir. Wollen wir langsam ein Shield? Geben Sie mir ein Shield. Ich hab leider auch erst. Ja, ich brauche einen kleinen Arm. Ein blaues. Für die Beute, ja. Ich brauche den Arm für Marvin. Oh, hier ist eine Flatline. Wurde gerade gesagt, Flatline ist mit Abstand die beste Waffe. Okay. Nach wie vor oder neu? Oder? Flatline war ja schon immer ziemlich gut. Oh, Sascha, gratuliere! Herzlichen Glückwunsch! Sascha hat gerade Zusage bekommen für ihre Ausbildung. GZ, Digga! Eine gute Ausbildungsstelle. GZ, GZ! Das freut mich. Oder freut uns zu hören. Sehr, so, sehr. Lila Rüstung, Yalla, Dankeschön. Nehme ich auch. Da unten, hier. Ja, ich habe gerade einen goldenen bekommen. Ah, okay. Und dann? Ja, dann lass uns mal ein bisschen suchen, oder? Eigentlich sollte ich vermutlich eine Flatline mitnehmen und meine Eva austauschen. Oder meine Volt. Oh, geil. Digga, hier kann man immer so geil looten. Das ist so ein Loot-Paradise, ey. So, davon schmeiß mal was weg. Bin ich jetzt schon wieder voll mit meinem neuen Rucksack, ey. Dann wollen wir mal, ne? Oh, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Pumpgun-Money. Also um dich wieder zu beleben, reicht einmal E drücken, ne? Also es darf die Scheiße einmal nicht E drücken, nur... ja. Okay. Okay, das kriegen wir hin, oder? Stimmt, ja, mit meiner Ulti wäre natürlich das Looten hier um einiges einfacher. Das ist durchaus, durchaus gut. Ja, okay. Ja, willst du mal? Was macht? Aber jetzt doch nicht mehr, oder? Ah, nee, muss nicht. Aber eigentlich brauche ich gar nichts. Also ich bin auch mega voll equipped. Also wenn ich meine Waffe nicht wechseln will, bin ich eigentlich auch. Hier ist noch ein Standardschaft, aber. Nee, mach ich kaputt, ne? Ich nehme den Standardschaft, Junge. Darf ich kaputt machen? Ja, mach. Dazu. Okay. 12 verbleibende Squads, wir haben nicht mehr irgendwas ansatzweise gesehen. Oh, doch, hier wurde. Oh, stimmt, Alter! Wir könnten auch wieder The Finals zocken beim Stream. Ich weiß allerdings nicht, Muchachos, ob wir diese Woche noch einen zweiten Livestream hinbekommen. Mittwoch haben wir keine Zeit. Freitag ist. Vielleicht könnte ich Freitag alleine streamen.
Aber The Finals alleine ist auch nicht so sinnig. Hm, soll ich nochmal auf Zweiervisier? Ich hab grad Dreier. Ich hab eigentlich erstmal. Ich hab keine Waffe dabei, die das irgendwie nutzen könnte. Eigentlich müsste ich die Eva aber auch nochmal austauschen. Wenn ich irgendwo eine bessere finde, dann muss ich da auf jeden Fall nochmal reingehen. Eine bessere Shoddy. Oh, hier ist offen. Ja. Was ist denn Handsimulator? Ja, Jägersimulator. Achso, hä? Oder hat er wirklich Hand wie also Hand? Walle hat Hand geschrieben. Hand wie Hand. Wie das Ding an deinem Arm. Ja, wo sind die Champignons, ey? Schon Hand. Also er meint Handsimulator. Okay. Wild. Oh, da. Wollen wir? Hinterher los. Ja. Aber. Na komm, scheiß drauf hier. Ich hab nix auf Entfernung. Ja, für dein Schild. Damit die wissen, wo wir sind. Oh, hier, für dich. Oh ja, geil. Hier ist doch ein Rucksack, ne? Hier ist ein Rucksack. Stufe 3. Ah, okay, das war schon mal noch ein bisschen geiler, ja. Okay, dann suchen wir die mal, ne? Rechts kommen Schüsse. Digga, das ist Cheers einfach Apex. Rechts. Hier runter laufen wahrscheinlich in den Tunnel. Ja, auf der anderen Seite. Im Tunnel. Wollen wir die auf der anderen Seite nochmal abfangen, oder? Ja. Fast tot, der linke ist fast tot, push ihn! Von rechts. Hab einen injured, er ist down. Warte, hier. Okay. Oh mein Gott, mein Aim, Digga. Hast du ihn? Ja. Das war richtig schlecht geschossen, aber am Ende zählt das Ergebnis. Ha, ha, hallo. Schild. Hier dich. Digga, meine Granate war schon genial, oder? Die war Premium. Ja, stirbst du gerade oder was? So halb, ja. Wo? Da unten? Da unten was? Ja, hast du gerade nicht bemerkt, dass er jemand geschossen hat? Doch, das ist aber da irgendwo. Vielleicht auf der anderen Seite der Mauer. Digga, es hört sich an, als wäre das direkt neben mir. Ich brauche mal Digga, wieder ein bisschen... Ja, warum hast du nicht die Hörlux-Kopfhörer, Digga? Hab ich hast doch. Du grad... Ja? Ja? Weil irgendwer gerade meinte, du hast die nicht drin. Oder nutzt doch, hab ich. Wow, von der Seite! Wow! Es ist jetzt halt Und genau die falsche Entfernung, ne? Die sind ja noch so weit weg, Alter. Wow! Wow, ich muss den abhauen! Wow. Ja, bis nach hinten laufen. Ja! Ich bin tot! Helf mein Arsch! Hä, warum? Ja, weil ich hier in 200 Raketen drin war. Von der Seite? Okay, lass mich erstmal. Ja, die ficken mich. Renn weg. Hä, ich hab... Digga, ich hab nix zum... Weglaufen! Ich hätte meine Fähigkeit nutzen können. Ja, da ist so Bangalore schon ziemlich geil. Also, egal, ich bin weggerannt und war trotzdem in 400 Raketen. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin rausgelaufen, ich hab's geschafft. Ah, okay. Willst du jetzt mal Bangalore nehmen oder soll ich Bangalore nehmen? Ist mir. Dann würde ich Bangalore nehmen. Obwohl, dann passt es. Dankeschön, Neptun, 11. Monat und Fellner. Vielen Dank für deinen Tier 1 Sub. Und gerade kam auch nochmal Comic Marius, danke dir, aber es war schon ziemlich scheiße.
30 Monate, schon 30 Monate, Ziegenjüngling, die Zeit geht schneller um auf weitere 30 Monate FMEKUS. Dankeschön! Also, ich habe auf jeden Fall gemerkt, man sollte eine Fernkampfwaffe dabei haben. Ich hatte gerade einfach nur die Volt und die Eva. Das war auf der Entfernung einfach komplett scheiße. Scheiß auf Lifeline, Digga, jetzt geht's ab hier. Bloodhound. Chefkoch Marvin, 31 Monate und Olaf der Zocker, 48 Monate und 33 davon am Stück. 4 Jahre Support! Ja, ist ja schon 4 Jahre, Alter. Mieser Kranker Sack. Ja, muss da ein Jubiläumsherzchen raushauen. Was ist das denn für ein geiler Skin? Was? Der komische Zwergen-Turbo. Hab ich nicht. Entschuldigen gesehen. Sie, können Sie mir den Weg hier raus beschreiben? Natürlich, hier links, dann rechts geradeaus, links, links, rechts. Der Kiosk stand im Labyrinth, man kennt ihn. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Landwirtschaftssimulator ist nicht geplant gerade. Deko von Dekonstruktivist. Ich hoffe, das war smart. Oh fuck, bei mir ist der drinne. Ja, was? Ist das schon durch, oder wie? Ja, was heißt durch? Ich hab uns extra in die Mitte da geleitet, ne, damit wir hier durchfallen und hier alles looten können. Keine Ahnung, wo du bist. Ich wollte nicht unten in der Mitte landen. In dem Riss musst du landen. Ach, du bist sogar noch weggetravelt. Ja, wollte ich doch. Warum Digga, haust du denn noch? Ja, warum sagst du das denn nicht? Ja, warum machst du das? Ja, weißt du nicht, warum löst du dich denn beim Landen noch von deinem Kollegen? Weil man das ja so macht. Nein! Nicht, wenn ich den Rest reinballer. Ja, wenn du mir sagen würdest, dass du den Rest reinballerst, hätte ich es nicht gemacht. Ja, ich bin doch voll darauf Sacklutscher, Alter. Digga. Und sag, ich baller da maximal rein. Wie heißt ich eigentlich? Ich mach jetzt mal irgendwas anderes. Mieser Chobo, Alter. Digga, Marvin, der seinen Mund nur zum Schwänzelutschen nutzt, anstatt zum Reden, ne? Da lacht er wieder, ey. Mieser Lacho. Ja, wollen wir in die Richtung oder in die andere Richtung? Keine Ahnung. Digga, RE45, warum? Ich finde die Waffe eigentlich geil, ne? Aber sie ist halt nicht. Oh. Oh. Ja? Wenn die Eva will die nicht. Ich leider meine Waffe hier abgeben. Mitte, in die Mitte hier? Oder oben? Erstmal oben lang. Oh, da, nee, da sind Leute. Oben ist was. Digga, warum wechselt er die ganze Zeit auf die Zweitwaffe, Brudi? Guck da nicht mal drauf. Vermutlich, weil du welche Tasten drückst. Nee. Dann würde ich nicht wechseln. Marvin Street auf Twitch, ja. Warum wir Landwirtschaftssimulator aufgehört haben, weil wir alles fertig hatten. Ich habe Materialien gesammelt. Nee. Doch. Wir waren doch gerade. Okay, ja. Okay. Das, was Deko sagt. Brauchst du eine R99? Oh, ich finde, das ist die geilste Waffe, ja. Digga, ich will jetzt eine Flatline haben, Alter. Gib mir doch jetzt eine Flatline. Oh, warte mal. Yeah. Was? Nee, okay. Da wollen wir direkt wieder jagen gehen. Ich bin Blatter und muss mir meine Ulti auf jeden Fall im Auge behalten. Keine Munition für meine Eva. Okay, let's go! Kirschen-Cliffy. Ja, geil, normal. Oh. Scheiße. Das war natürlich lecker, ey. Den Rucksack hätte ich auch genommen. Oh, wurde gerade geschossen auf uns, oder? Nee, ich hab was weggeschmissen. Da wird geballert. Oben, ne? Oder hin? Oben höre ich. Ich höre was laufen hier bei uns. Ich glaube, da kommt. Nee, da unten! Ey, warum wechselt der die ganze Zeit? Ja, Marvin, sind Leute neben uns im Gebäude, ne? Ach so, ich dachte, wir wollten hier Attacke machen. Egal, nein. Wechselt schon wieder. Egal. Okay, ja. Dann komme ich zu dir jetzt. Ja, die wissen, dass wir hier sind. Wow! Okay, Alter, mein Arsch! Ich bin richtig tot, ne? Mach Tür zu! Hier, Marvin, hinter uns! Ey, war. Egal, der hat mich fast geone-shottet, ey. Ja, ich hatte noch weiße Rüstung, leider. Ich glaube, ich hatte schon eine blaue Rüstung. Mobile Games zocken wir überhaupt gar nichts.
Also ich hätte gerne ein cooles Mobile-Game, aber ich kenne keins. Meist ist ja irgendwie auch Pay-to-Win, ne? Anders könnte sich ja nicht aufstellen. Ja. Ja, naja, es gibt ja auch Games, die müssen was kosten. Da zahlt man irgendwie 5 Euro oder irgendwie sowas. Das würde ich sogar für ein gutes Game machen, ausgeben. Ja, richtig hart kassiert gerade. Im TDM gibt's ja auch hier, ne? TDM müssen wir gleich mal ausprobieren. Dankeschön, Ultra 4 HD, 15 Monate Super. Kart Rider Rush. Das sagt. Ist das nicht für PC auch sogar? Ist das nicht so ein Mario Kart für PC? Sechs to Glory, wenn du wieder diese komischen Spam-Nachrichten löscht, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Kannst du als Moderator auch Nutzer vom Kanal ausblenden? Dann musst du nicht alle einzeln löschen. Wenn du den einfach vom Kanal ausblendest, dann easy weasy. Oh. Es gibt bald Rainbow Six Siege fürs Handy. Ja, ob das gut ist fürs Handy, das ist halt wieder, ne? Also, Shooter fürs Handy, muss ich sagen, bin ich bis jetzt nicht überzeugt von. Es gibt keinen Promocode für Instant Gaming, nein. Nur unseren Link, ne? Also, falls ihr bei Instant Gaming euch was holt, gerne unseren Link nutzen, damit Instant Gaming sieht, dass über uns Leute kommen. Wir kriegen auch keine Provision dafür, ist einfach nur wirklich, damit die sehen, dass sich die Partnerschaften uns lohnen. Zug fahren, Black Wolf. Also musst du selber den Zug fahren oder musst du irgendwo hin? Leute, die am Handy zocken, können sich nicht Gamer nennen. Das ist, ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass man sich nicht Gamer nennen kann, wenn man noch nie einen PC zusammengebaut hat. Aber damit schließt man halt auch schon wieder ziemlich viele Leute aus, weil das nicht viele machen. Aber ich finde, man könnte darüber diskutieren, dass Leute, die sich noch keinen PC selber zusammengebaut haben. Deko, wo bist du? Warum bist du da hinten am Arsch der Heide? Weiß ich nicht, ich bin hier gelandet. Komm rüber zu dir. Hier rennst du gerade vor mir weg? Ja. Scheiße, weil die brauche ich eigentlich. Was habe ich denn dabei? Elektrogewehr. Okay, wollen wir? Wollen wir in die Mitte? Ich nix Gamer. Tja, weil so ist das, ne? Scanne einmal. Ja, da oben zwei ist zwei Gegner was. Geordnet. Irgendwo hier schießt du doch hin. Kann man da oben gehen, Deko? Ich dachte, ich hab das scheiß Elektrogewehr drauf. Ne? Komm mal zu mir, ich will nicht alleine gehen. Komm hier mal rüber. Ich hab nicht wirklich irgendwas, ne? Ja. Ich hab 15 Schuss für meine 3R99. Einen hab ich. Vor mir ist einer. Jo, den hab ich abgeballert. Ich hab keine Munition mehr. Einen hab ich. Da ist noch einer hinter der Box, bitte Box. Oh, Headshot down. Nice. Der andere lebt wieder. Marvin! Ich hab ein Leben, ne? Ja, ich nicht, oder was? Und ich hab keine Munition. Ey, ja, die helfen sich jetzt wieder hoch, ne? Ich hab nichts, Digga. Ich hab nichts! Oh mein Gott, ey! Ich kotze schon wieder, ey. Ich bin so ein Profi, ey. Ich bin so ein verfickter Profi. Du bist ein mieser Verräterschwein, bist du. Sonst wären wir jetzt beide tot. Egal. Oh, das war nice, Digga. Oh, das war richtig nice in meine Hose. Oh, Mastiff. Der Gesichtsausdruck sagt alles, ja. Oh, ich hab wieder Slaps. Nein, nicht schon wieder, Digga. Nein!
Ja, aber auch schon wieder was. Ich hab 0. Ich hab nicht. Ich hab 2. Doch, jetzt habe ich ein bisschen mehr Schuss. Oh. Oh, ich höre jemanden close. Ja, da oben. Lass abhauen, Deko, lass abhauen. Oder okay. Witzig hier. Oh. Oh, du bist tot, ne? Oh, fick mich! Ich werde verfolgt. Jetzt bin ich gleich tot. Bin down. Wollte aber nur abbauen, Deko. Wollte aber nur abbauen. Oh. Nahezu. Okay, das war's, glaube ich. Da oben wird er sein. Chill hier nochmal kurz, vielleicht kann ich gleich deinen Hintern retten. Dankeschön, R6. Ja, da höre ich doch auch wieder was. Ich kann euch nicht wirklich zeigen, wie Natsu hier liegt, ne? Ich müsste, oder ich könnte euch ein Foto machen, was in die Kamera halten, aber sonst nicht. Black Wolf, haust du rein. Mit Wasserkühlung kenne ich mich auch nicht aus, also mit den fertigen, soweit man sich da auskennen muss. Aber so Custom Wasserkühlung, ne. Egal, gibt's hier irgendwo anders noch einen Reviver? Gucken wir mal kurz. Wir sollten da drüben weitermachen. Dann gehen wir mal da rüber, dann muss ich da hoch, ne? Okay, Boys. Dann sowas mal. Gra! Ah, so eine geile Krakenwasserkühlung. Die mit dem Bildschirm drauf, ne? Oh, hier sind wir safe, Digga. Munition, Digga, gib mir einfach Munition. Der Volt. Oh, da kommt was runter. Oh. Vielleicht hier, Deko, für dich. Oh, ich höre Steps. Oh nein. Du bist der Bangalore, du kannst ja im Notfall abhauen, oder? Ja. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh, hier ist eine Hemlock drin. Schmutz. Aber besser als gar nichts, oder? Richtig Schmutz, sonst nichts. Ein Phoenix-Kit war noch drin. Aber besser als gar nichts, oder? Das war doch dieser Burstfire-Lachs, oder? Ja. Hier ist was für dich. Oh ja, da wird wieder rumgeknallt. Meine Ulti aktivieren, aber ich hab sonst. Ich, Digga, ich hab nichts, Digga. Nichts. Keine Munition. Und meine Rüstung ist nice. Geht mir ähnlich. Oh, hallo. Der braucht wieder seinen Arm. Gips des Allvaters, Buddy, okay. Oh, Scheiße, wir müssen nicht abhauen, ne? Ach, du heilige Poperze, ey. Wir landen gerade im Mond. Ja. Hier ist dein Mate. Oh, ja, ich versuche noch. Digga, komm doch nach oben! Von der Seite.
Wo bist du denn, Alter? Also, der fickt mich beide von der Seite, ey. Digga. Pass auf, der andere hat lila, ne? Wir haben echt gekämpft. Schön. Ich weiß nicht, ob du was getroffen hast, aber... Ja, Shield cracked. Er ist links. Ja, er ist links. Er hielt sich wieder hoch, er ist komplett hoch hier. Next. Ja, ich bin da in so ein komisches Gebäude reingerannt, weil ich dachte, ich kann wieder flanken, weil der andere auch reingelandet ist. Ich dachte, sie wären verbunden, aber wahnsinnig. Und dort hat er mich dann richtig von der Seite weggefickt. Also, der ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber müssen wir erstmal wieder reinkommen hier. Ja, bei uns ist einfach irgendwie, ich habe keine Ahnung, unsere Spielstile unterscheiden sich zu krass. Irgendwie ist da immer so eine Differenz und keine Abstimmung. Wir sind nicht für Apex synchronisiert auf jeden Fall. Wenn ich irgendwie noch ein HP habe, muss mich gerade hochheilen, dann werde ich richtig tot geflamed. Wo bist du? Ja. Ja, aber ich meine, gleich... Ich weiß gar nicht, wie die Diskussion dort anfangen soll, Alter. Du willst da reingehen und sagst, lass uns hier reingehen, lass uns da rübergehen, da ist einer. Ich sag so, ich habe keine Munition, ich kann nichts machen. Ja, wir gehen einfach rein. Ich versuche dann Leute dann irgendwie noch so mit so einem komischen Laser-Elektro-Gewehr, wo ich irgendwie zwei Schuss für habe, die irgendwie abzuhalten und fighte mit denen, Alter. Und Marvin sagt, ja, ich bin gerade raus, ich stelle mich an die Seite und heile mich so ein bisschen. Ich schieße noch mit dem Headshot down den einen Typen da, zweimal. Marvin einfach irgendwo in der Ecke, komplett weg. Und lässt mich dann sterben. Hab den aber auch richtig hart weggestellt. Nachdem er mich da reingebeißelt hat. Gehen wir da nochmal hin? Ich fand's eigentlich gar nicht schlecht, ja. Das ist immer eine geile Party. Oh, das, meinst du, es reicht? Ich glaube, es wird nicht reichen. R6, dankeschön für das Aufräumen der Kommentare. Ah, Hippopotam, dann viel Spaß. Da keiner? Kommt keiner. Oh, ein roter Lachs könnte noch kommen. Das heißt, eine sehr langweilige Runde steht uns bevor. Erster Treffer. Irgendwen muss das erwischen. Krass, also sonst ist doch hier immer Action Satisfaction. Oh, R301. Lecker. Hier ist die K. Die feierst du ja auch irgendwie immer. War es auch ganz geil. Schöner Anfang. Ich muss aber sagen, das Elektrogewehr finde ich gar nicht zwangsläufig scheiße. Das ist richtig geil. Weil das extrem. Ich will es auch nicht sagen, aber. Es geht schon. Eine Havoc? Ja, nehme ich. Ich hätte gerne Flatline. Ja, ich glaube, die wollen wir beide haben. Oh, eine R99, noch geiler. Digga, das ist auch eine geile Kombo. R301 und R99. Ja, richtig lecker, ja, richtig lecker. Hast du ja noch einen Dreifachvisier gehabt, ne? Das ist auch ganz geil. Ja, aber will ich nicht haben. Ich mag zweifach. Wobei, auf R301 geht es eigentlich auch. Aber kannst du ruhig haben. Ne, habe ich schon. Oh, jetzt könnte ich hier wieder auf Volt umsatteln, ne? Triebwerk-Coupons, also dieses 3 für 2, gibt es leider nicht mehr. Das ging nur bis gestern. Der ist seit gestern vorbei, ja. Aber es gibt ja immer mal wieder kleine Aktionen. Ein paar Geschmäcker waren ja auch rausgenommen, weil sie davon nicht mehr genug auf Lager hatten. Deswegen. Wenn du einen bestimmten Geschmack haben möchtest oder haben wolltest, dann geht es vielleicht eh nur mit dem normalen Kauf, sag ich jetzt mal. Oh, hör ich hier was? Moin, Matrix. Keine Gegner, okay, fühle ich mich sicher. Ja. Gönn dir. Oh. Gib Kock.
Machen viel Kork. Ja, ja. Okay, aber ich würde sagen, wir hauen die ab, oder? Wir ein bisschen Spaß haben hier. Das kann weg. Natsu. Eko, für dich. Oh! Blau. Schmacki, Digga, schmacki. Okay. Würde ich sagen, let's go. Okay, let's go. Hast du alles? Ja, ne? Ja. Alles, was hier so zum Geiern gibt. Größere Rucksack mal als erstes. Ja. Und vielleicht noch ein Magazin. Ein schweres. Schick uns zu den Gegnern, Rabe. Kra, Gru! Kra! Schick uns da zu den Gegnern. Da hinten wird geschossen auf jeden Fall. Kra! Da ist ein Drop. Oh, links wird geschossen, ne? Bei dir also. In die Richtung auf jeden Fall, aber nicht bei mir. Digga, meine Hand ist so voll in der Sonne. Ich bin gerade richtig gegrillt. Digga! Was suchst du gerade? Ein Rucksack. Und ein Magazin. Oh! Komm mal ganz kurz, hier, gönn dir. Yeah! Oh ja, geil. Hier ist ein blauer Rucksack. Hier ist ein Rucksack, Stufe 2. Da sind ein paar Gegners. Brauchst du einen Laufstabilisator? Einen blauen hatte ich schon. Boah, warte mal. Ne, kannst du übernehmen? Ja, brauche ich nicht. Okay, dann wollen wir da reingehen oder wollen wir da rausgehen? Gerade sehe ich keinen. Oh. Irgendwo rechts da? In der Halle drin? Ja, in der Halle irgendwo. Ist da drin noch was? Ja, da. Ah, ja. Wollen wir schießen? Jo. Warte, noch, warte. Ah, okay. Goldene Rüstung. Kann man ihn nicht treffen, wenn er unsichtbar ist? Nee. Vielleicht holen wir uns die goldene Rüstung, oder? Er hat sie an. Achso, hier, hol dir die. Goldene Rüstung. Lila Rüstung. Warum willst du sie nicht haben? Der hat die doch hingeschmissen. Nimm sie dir. Ja. Lila Rucksack hier. Habe ich jetzt schon achtmal gehabt. Kannst du das abgehauen? Wir haben gerade noch Steps gehört, aber. Oh. Ja. Wollen wir hier mal durchgehen? Rechts lang? Ich glaube, ich habe ihn hier gesehen. Also hören kann ich nichts. Hier hat er sich rüber geballert. Achso, da oben ist sogar jemand. Da oben, echt? Ja. Ich bin runtergefahren. Er ist abgehauen, er ist wieder runtergerutscht. Ja, ich hab's wow. Gesehen. Hier unten ist jemand, Marvin! Wow, keine Rüstung mehr, fuck! Aua! Ich hab einfach tot. Ich bin down. Ja. Nein, oh. Hä? Oh, war das nur einer oder waren das zwei? Das waren zwei. Ah, okay. Also Digga, dass man da runterfällt Leute, ne? Und dann direkt vor zwei Leuten landet, ne? Nix gut. Aber das könnte also, der Typ sein, den wir verfolgt haben. Der hatte goldene Rüstung, der da oben war. Der da oben war das, der ist einfach wieder zurückgejodelt. Ich dachte so, okay, dann ist der vielleicht unten sein Kollege alleine, aber gut, dann waren es doch zwei. Aber einer war schon fast tot, ey. Ja, der hatte keine Rüstung mehr. Die Rüstung habe ich irgendwie bei den ersten zwei Schüssen zerstört und dann... Leider hat der da perfekt irgendwie eine Granate und so einen scheiß Wurfstern hingeschmissen, wo ich einfach drin stand und nicht rauskam.
Ja, der hat mich auch zum Teil erwischt. Akuna Nico! So, jetzt muss ich hier mal kurz. Ne, ich glaube, von dem Typen da oben habe ich die Rüstung angeschossen. Die habe ich zerstört, aber nicht getötet. Ich muss ganz schnell pinkeln. So, jetzt will ich aber auch mal wie Bangalore oder mal Ash oder so zocken, einfach mit einer aggressiven Fähigkeit. Ich glaube Ash. Ash ist immer ganz geil. Wir können wieder Bangalore, passt. Arsch. Spielt ihr noch The Finals? Ihr hattet das einmal im Video gemacht und fand das Spiel ganz interessant. Heute nicht mehr. Aber jetzt ist ja gerade eine neue Open Beta. Wir überlegen auf jeden Fall, ob wir da nochmal reingehen. Es ist zu warm, um zu arbeiten auf dem Bau. Das glaube ich, Es ist sogar schon fast zu warm zum Zocken. Das will schon was heißen, ne? So, ich schaue nochmal kurz, ob ich vielleicht auch nochmal so ein paar Kommentare weghauen kann. Diese nervigen Gewinnspiel-Kommentare. Niemals auf sowas eingehen, Muchachos. Würde sagen, let's go. Wir wollen ein bisschen Spaß haben, oder? Hey, Spaß zu haben! Guck mal, das ist richtig Action. Ich würde sagen, lieber ein bisschen weiter nach vorne, hier so. Ja. Nein, hier ist Munition habe ich. Eine Volt. Okay, ich komme jetzt zu dir und dann machen wir jetzt Attacke. Ich habe eine K. Immerhin eine K. Nemesis, Salvengewehr. Ist noch eine Rampage. Ach, du bist oben, ne? Ah, okay. Oh, hier jemand los. Nemesis habe ich hier auf. Oh, gegenüber. Ja. Da, glaube ich. Könnte sein, dass wir gepusht werden, deswegen komme ich zu dir. Komm zu dir, Deko, ich komm zu dir. Es könnte sein, immer noch, dass wir gepusht werden. Oh, da unten. Ja. Wow! Einmal angefragt habe ich. Ja, wir werden gepusht. Was von so? Unten, hier, ich sehe es hier. Haben wir. Ja. Ja. Wollen wir nach unten gehen, oder? Ne, warte, da ist noch einer. Der holt seinen Kollegen wahrscheinlich, deswegen. Ja, dann komm. Hinter uns. Shield cracked. Los! Ich bin down. Hab ich. Nemesis ist gut. Ja, ich mag diese Art zu schießen nicht so, aber ja. Auch nicht. Hat er irgendwas Cooles? Hier dich, brauchst du irgendwie. Du brauchst ein. Digga, hier ich mal ganz schnell hoch, ey. Alles. Ja. Und. Ja. Ah, warte, die Munition. Hier wird immer noch gekämpft, ne? Ja. Okay. Oh ja, hier ganz in der Nähe auch. Ich geh schon mal hin. Da. Pushen oder? Ja. Hier drin, ne? Hinter uns. Da oben. Fuck. Wo wir waren. Aber hier auch, Deko, hier auch. Lass uns dann hier reingehen. Nicht, dass wir geflankt werden. Von links kommt noch was. Einen habe ich. Boah, Alter. Ich bin neuer Killspitzenreiter. Der hat lila, ne? Der hat lila. Ja, wo sind die Chakos? Oh ja. Hab ich. Noch einer, Marvin. Ja, hab ich. Alter, die Nemesis Unscope ist ja schon ziemlich geil, ey. Ich hab noch was, hier dich. Oh fuck, kommt rein. Hier dich weiter. Ich hab meine Kuh wieder ready. Ah ja. Bin rechts, ja. Einen hab ich ordentlich angefragt. Ich kann das mit so einem Riss abhauen. Riss.
Runde. Shield cracked. Ja, ich. Oh. Round. Fuck, ey. Komm ich wieder zurück? Nein, ich. Wo bist du? Ich komm wieder zurück. Bin down. Der revive gerade. Oh. Ja. Ja, Marvin wieder abgehauen, ne? Ich hab dir gesagt, ich hab den Riss und würde abhauen. Bin abgehauen. Ja, warum? Wir waren 2 gegen 1. Da waren. War noch 2 hier gerade, oder nicht? Ja, den habe ich ja gedownt, den ersten. Ja, da bin ich auch schon längst abgehauen. Digga. Das ist einfach dann die, den, der Kollege, auf den man sich verlassen kann. Ich mach mal Phoenix-Kit. Ah, brauchst du eigentlich, ne? Warte, hier, nimm du nee, mal. Nee, ich hab noch. Okay. Digga, 613 Damage, läuft. Ich hab 624, Marvin. Monsieur. Marvin, zeig Wurstfach. Hallo, 624 hab ich. GZ, Digga. Mr. Carry. Den Schaft nehme ich. Oh ja, den Schaft nehme ich. Digga, das lief ja jetzt für uns richtig. Also lecker, auf jeden Fall haben wir hier ordentlich Zeug zum Looten. Die kamen uns alle schön in die Arme, Digga. Hallo, wer möchte noch etwas haben? Hallo, wer sehr viel besser hätte sich laufen können, ja. Ich hab jetzt Volt und Nemesis. Das ist eigentlich so, ja, nehme ich jetzt einfach mal. Ich hab K und Flatline. Aber ja, 6 Kills habe ich eiskalt. Aua! Wow, wo? Welcher Hurensohn? Hier, hier, hier. Was? Oh, achso, da oben drauf, ne? Ja, ja, ja. Ah, der ist nur zu weit weg, lass davon. Wir können Puller streicheln. Ja, wir können hier in der Nähe bleiben, wenn du willst. Hier so. Da oben. Ja, komm okay, zu du mir. Also, okay, du bist weg, okay. Jo. Bin noch ein bisschen weiter weg. Ich könnte auch wieder reinpushen, ne? Also ich habe wieder meine Ulti ready. Wo sind die? Immer noch da oben. Ups. Alter, Ping ist eigentlich da oben. Jetzt wissen sie, wo wir sind! Scheiße! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ja, jetzt muss ich abhauen. Wohin, wo war? Nico, ich muss abhauen, ne? Ja. Jo, ich mach meine Ulti gleich, ne? Komm mir. Wir gehen hier unten im Wasser lang. Da sehen sie uns nicht. Sobald ich abgeballert werde, ulti ich weg, ne? Also muss ich zurückschießen. Nicht. Heilen, heilen, heilen. Wir hatten aber auch ein gutes Positioning, ey. Die hatten die viel bessere Position, ja. Bin hier auf Vorräte gestoßen. Auf munitionieren. Ja. Da ist ein Zweifaches. Ja, Volt lasse ich mal auf 1. Wir könnten jetzt da hinten hingehen, wo die waren, ne? Ja, aber wir können nicht so viel, weil die hatten ja den Sniper Apex das stimmt, Champion. Ja. Das heißt, da können wir echt wenig machen. Snipern uns wieder die Eier weg, ja. Aber natürlich würde ich die. Wir müssen sogar in die Richtung, ne? Aber ja, warum nicht? Lass uns da mal so langsam hinpushen. Oh, jetzt müssen wir eh da lang. Replikator landet. 10 tue ich nix. Ich auch nicht. Oh. Was ist das? Ja, da oben. Ja, da drüben drin. Boah, ordentlich angefrackt. Leider keine Granate oder so, ja. Alter, Schild crack komplett, aber. Sind die weggesprungen gerade? Nee, die versuchen mich gerade zu snipern. Oh, ich wurde schon wieder gemarkt. Da hinten sind die. Ich glaube, die pushen von der Seite. Muss auf jeden Fall wieder Schildbatterien irgendwie klar kriegen. Oh ja, hab ich. Digga, das ist die ganze Zeit. Ein Vorteil. Nein, da oben. Dieser Huen. Digga, die haben einfach Positioning auf Doom die ganze Zeit, ey. Fuck, der pusht uns da, ne? Ja, ja, erstmal zurück. Hier zurück. Wow, Granate, ich muss abhauen. Ja. Ja, die werden von der Seite gefuckt. Lass erstmal abhauen, Deko. Ja. Ulti raus. Warte, ich geh weg in. Hier hin. Power up. Oh, das war gar nicht gut, Digga. Ich verzieh mich weiter nach hinten.
Kuh. Kannst du dich healen? Ja. Digga, warum ist hier so viel Action? Du hast doch deine Ulti bestimmt, oder? Ja, da hinten ist auf jeden Fall was. Ich könnte Ulti da hinschmeißen und dann laufen wir einfach in Richtung zum... Ich würde sagen, wir gehen in den Außenland, oder? Ja, lass uns jetzt hier. Okay, Boy! Außenlang oder hier direkt einfach weitergehen? Ja, wollen wir sie abfangen oder wollen wir... Ja... Hier dich erstmal komplett, du bist ja komplett erstmal geht, ne? Ja, da drüben sind die. Ja, wollen wir von der Seite kommen? Von der Seite, oder? Hier? Ihr könnt natürlich jetzt die anderen dann das ausnutzen, ne? Ja. Ne, die schießen. Was machst du da? Warum zeigst du dich? Hey! Ja, ne. Der hat noch gar nicht auf dem Schirm. Jetzt wissen wir, dass da Rauch ist. Ich dachte, sie kommen vielleicht jetzt. Naja. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf dem. Oh. Ja, ich gehe ein bisschen von der Seite rein, genau wie du. Aber dann ist immer noch das andere Team, ne? Ja, die mit dem krassen Sniper war das, glaube ich, ne? Jetzt müssen sie ja langsam kommen. Haben wir. Hast du ein Schützgerät? Ne, habe ich nicht. Jetzt müssen wir abbauen. Ich bin nochmal Schild cracked in einen. Fuck, was machen wir jetzt? Sind wir hier dran vorbei? Nee, ja, ne? Ich zwing ich. Ja, echt? Ich geh extra hier lang. Kannst du da vorbei? Nein, kann ich nicht. Ja, deswegen ja! Oh. Oh Mann, Fuck, ich dachte, warum ist wir da zu, Alter? Wie dumm ist das denn? Ich hab's gesehen und dachte mir so, das wird ja niemals frei sein da. Versuch deinen Arsch aber noch zu retten, wenn ich da wieder reinkomme irgendwie. Kannst du nicht schießen? Die looten mich gerade und sind in einem Hitzeschild. Mein Ulti hatte ich schon benutzt. Ich dachte, man kann da an der rechts an der scheiß Mauer auch dran vorbei, Alter. Ja, nee, wie soll ich dich da. Oh. Nee, du musst auch in die reinrennen dann, ne? Also die kommen jetzt auch erst davon da. Ja, dann geh ich da jetzt einfach rein. Ja, YOLO. Nee, die sind doch da oben. Ja. Ja, die hauen es so ab. Überlebe ich das? Weiß ich nicht. Nein, ach, schade, jetzt sind sie wirklich da! Alter, die Nemesis. Oh! Ja, wieso kriegt die ganze Zeit Damage, hä? Brennt's noch oder so? Alter! Aber die macht geil Damage, ne? Ja, sah strong aus gerade. Natürlich muss er noch treffen, ne? Aber ich bin schon rot, ey. Ah. Ich versuch jetzt. Ah, 6 verbleiben ist Gottes Willen. Ja. Jetzt sich's ausmacht. Hat er nicht gecheckt? Weiß ich nicht. Ich habe ja auch nichts mehr, ne? Also. Nichts mehr zum Healen. Niklas, die größte Gruppe unserer Zuschauer ist zwischen 18 und 25. Also laut YouTube-Statistiken zumindest. Ja, mal. Da war links noch. Digga, ich hab auch einfach nur ein Leben, ey. Wenn ich wenigstens zwei Leben hätte, weißt du? Perfekt. Ich bin im nächsten Ring. Digga, dieses Fail-Play von mir regt mich so auf, ey. Digga, bis dahin war es echt eine geile Runde, ey. Das war richtig gut, ey. Digga, hier ist nichts! Oh, komm. Irgendwas. Nein. Nein. Guten Tag, Herr Katsui, hallöchen. Dieses eine E-Bag noch. Rappt, Oh Mann, ey. Vielleicht kann ich ja noch irgendwie den Sieg ergaunern, weißt du? Ah.
Ja, ja. Schade, ey. Rot, rot, rot. Ich bin lecker. Immer noch hungrig, ja. Digga, tausend. Digga, ein Kill mit 800 Damage. Alter Schwede, ey. Das war eine schöne Runde. Also bis dahin war leider nicht ganz so smart. Ja, also wie gesagt, unsere Zuschauer sind eher älter. Also die Gruppe unter 18 ist tatsächlich, glaube ich, was sind das? 8% oder irgendwie sowas? Zumindest also laut YouTube, ne? Wie viel das, wie sehr man da drauf zielen kann, keine Ahnung, aber. Ich kann nochmal kurz nachschauen, Zielgruppe. Also erstmal 94% Schwänze, ne? Ja. Salami Party. 2,6% 13 bis 17. 18 bis 24 Jahre 60. 25 bis 34 22. 35 bis 44 8,1 und so weiter. So, ich gehe auch nochmal kurz pullern. Ich finde das auch ganz angenehm, Sascha, dass wir so ein bisschen ältere Leute am Start haben. 24, 28, ja guck mal, 22, Digga, mit 22 gehört man schon zu den jungen Hüpfern hier. Aber kann sich unterhalten. Exakt. Ist das bei dir auch so, wenn du Hunger hast, dass du schlechte Laune bekommst? Ja. Noch nicht bei dem Hunger, den ich jetzt habe, aber so all in all ist das schon häufiger mal so, ja. Bin 20, bin ich der Jüngste heute? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall bei den Jüngsten. Denkt ihr, dass ihr irgendwann nur noch YouTube als Beruf macht? Uwe, das machen wir schon seit 10 Jahren. Oder meinst du jetzt auch ohne Twitch oder wie meinst du? Ja, das stimmt. Viele unserer Zuschauer sind Bestandskunden quasi. Okay. Twitch-Donis kann ich nicht sehen, ne? Dann machen wir mal, ne? Dann machen wir mal. Ich hab nicht aufgepasst, ob hier noch. Digga, was ist das für eine Schmutzkiste? Noch mehr Leute gelandet sind. Ich hab irgendwie Bock auf Snipen jetzt. Dani! 10 Euro Donation! Danke dir, Mr. Yo! Küsse geht raus an dich. Das sind BBs und Teenagers. Dankeschön. Dankeschön für den Support. Wrecked. Könnt ihr Spitfire, Bruder? Ah, Spitfire? Wieder eine Havoc. Nehme ich einfach mal. Hier unten ist nix. Havoc. Einmal bitte aufladen für Exekution. Willst du einen Nemesis haben wieder? Die war eigentlich ganz cool. Probier die doch selber mal aus. Ja, ich habe gerade gewechselt. Ja gut, dann nehme ich die Nemesis noch. Nehme ich K und Nemesis. Lass ich die Spitfire liegen. Oh, Elektrogewehr. YOLO, ey. Komm. Ich hab mal wieder richtig Bock, so stylisch mit der Deagle, mit der Wingman durchzuolgern. Das kann weg. Ey, ich hab so einen random Equip, ey. Alter Schwede. Ja, mir gerade auch noch so. Alter, geil, ey. Ich weiß gar nicht, Havoc und Elektrogewehr, ey. Was für ein Scheiß. So viele brauche ich nun auch nicht. Aber Elektrogewehr, ja, gönnen wir uns jetzt einfach mal. Mal 3. Eigentlich blöd, dass ich den weggeschmissen habe. Hier, für dich auch. Dann machen wir mal, ne? Ich hab jetzt eine R301 und ein Elektrogewehr. Ich glaube, damit bin ich ganz zufrieden. Ich hab Nemesis und K. Einfach jetzt gerade für 2% die Ulti aufgefüllt, ne? Ich bin so ein G. Ist qualifiziert sogar. Vernichtet oder so? Oh! Nein! Dann deine Schritte. Hat sich gerade angehört, das wäre hier eine Armee, Alter! Only Masters. Hast du hier Dreiervisier? Gerade für die Nemesis war das brutal, Alter. Okay. Care-Paket kommt. Wir müssen zur Landezone. Dann switch ich hier nochmal rüber. Oh yeah, Leute. Heute ist Montag, ne? Heute kommt R6. R6, so. Aber nur noch Rainbow Six, ne? Yes, sir.
Wobei, du meinst ja, Layers of Fear jeden zweiten Tag, ne? Also eigentlich müsste es dann ja... Eigentlich müsste es heute kommen, ich hab's auf morgen geschoben, weil wir morgen nur ein Video haben bis jetzt. Ah, ja, ich verstehe. Aber dann wieder am Donnerstag. Die dritte Folge, und wenn die dritte Folge draußen ist, dann gucken wir mal, wie es läuft. Komika, danke dir für 6 Euro. Grüße an alle Gesichter hier. Digga. Irgendwann. Danke irgendwann dir für die so Nachrichten. Grausige Sache. Gesichter wurden entfernt. Wer hat Infos? Dann muss ich dich leider. Flatline und Dreifachvisier. 31 Light muss ich dann leider Polizei sagen, dass du Gesichter sammelst. Wichtiger Gesichtersammler. Ist schon wie. Ah. Gesichter, was das? Egal, wenn du immer so. Irgendwie ist so ziemlich still hier, ne? Ja, wenn du so Sidesteps machst, ne, dann denke ich immer, so eine Armee ist neben uns, ey. Ich hab so Hunger, ey. Ich weiß gar nicht, was ich essen soll, Leute. Hast du nicht einen Toast vorher noch gemacht? Reingeschwänzelt? Ich hatte heute Mittag einen Toast, ja. Ein Toast mit 2 Spiegeleiern. Ich mir auch noch was richtig Geiles kochen. Ich koche mir auch noch was richtig Geiles. Ich überlege, ob ich noch einkaufen gehen soll für Wraps. Oder, keine Ahnung, was ich mache. Munition umstellen. Ja, stimmt, das ist ein guter. Der Ratschlag. Hallo? Wo sind Gegners? Oh, das ist auch wieder was Geiles für dich, oder? Oh, hier! Ja, mal sagen, ich hätte auch was hier. Oh, so läuft das, stimmt, ja. Oh, hab ich ganz vergessen, dass das so läuft. Oh, stimmt, der lädt ja erst auf und dann ballert er, so richtig random, ey. Oh, dahinter noch, hinter dem Stein. Machen die Schüsse eigentlich mehr Damage, wenn es aufgeladen ist, oder was? Ja, also wenn es so durchballert, dann... Oh, wir werden echt gepusht, ne? Oh, fuck, ich muss zurück, Alter! Ja, ich glaube, die sind gar nicht so schlecht, die wissen, dass die uns ficken. Ja, die sind hart am Dancen, ne? Ja. Hast du irgendwie deine Ulti oder so da rein? Ja, aber wir müssen abhauen, Marvin. Zieh weiter zurück. Ich muss dich healen noch. Nein! Ich hab die ganze Zeit meine Ulti! Ich hab Y gedrückt, aber ich hab mit meinen Fettfingern auf Alt gedrückt, ey. Das war so... Du wirst gepusht von 2 Seiten auch noch. Digga, die waren so gut, ey. Die waren richtig krank, ne? Alter! Aber ich bin mit meinen Fettfingern auch richtig die haben auf die aber auch, die haben gekommen, auch einen ey. Scheiß, Digga. Die haben direkt gesehen, mit was für Naps die es zu tun haben, Alter. Ja. Direkt gesagt, scheiße, wir gehen rein, ey. Hitze Schild zur Defense, ja, ich bin irgendwie auf meine Alt-Taste gekommen. Digga, läuft doch. Hier, das ist die Sonnenband, ey. Da seht ihr mal, wie ich gegrillt werde, wenn das jetzt nicht oben wäre. Die Waffe schießt schneller dann, okay. Oh, ich hab, ey, Junge, ich hab langsam echt ein Loch. Aber was soll ich machen? Ich hab noch eine Pizza da, eine Thunfischpizza, die ich überlegt hatte, aber dann werde ich heute auf meine Proteins nicht kommen. Könnt ihr auch noch einen Shake? Ja, das könnte ich noch machen, tatsächlich. Das gibt's heute bei mir. Oder ich gehe los noch zum Rewe. Ich glaube, Edeka schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Und hol mir Wraps. Besser die Wraps, ja. Dann muss ich aber um 19 Uhr, oder muss ich aber auch echt beeilen, ne? Dann muss ich um 19 Uhr erst zum Edeka, damit ich noch was zu essen kriege. Und dann mit Nami losfahren zum Tierarzt. Ja, Wraps wären schon echt geil, ey. Ich hätte auch Bock drauf eigentlich. Bei mir wird es heute geben. Oder ich geht's. Ah, nee, ich muss zum. Kichererbsen Curry mit Tomaten und Spinat. Ich könnte auch einfach zum Rewe fahren zum Einkaufen. Aber. Beim Rewe haben die das gute Fleisch nicht. Das gute Hühnchenfleisch nicht. Hühnchenfleisch! Reis mit Hühnchen! Tempo, wir springen ab! Digga, es ist so krass, dass es immer noch so warm ist, ne? Alte Schwede! Haben wir irgendwelche Klobusse neben uns?
Ja, ja geil, rechts von uns. Alter! Heftig, dann lass uns links hingehen, oder? Ich geh hier hin. Geh da hin. Oh, oh, kommt noch einer runter. Ja, komm, lass genau uns den schnell. Genau. Ich sammle irgendeinen Scheiß ein. Ich hab... Oh, na, die Prowler, mit der kann ich nichts. Aber ich versuch trotzdem was zu machen. Ich hab noch keine Waffe. Jetzt hab ich was. Wollen wir direkt nach oben gehen? Können wir machen. Er ist runtergesprungen gerade. Oh, fuck. Oh. Hey, wo ist er hin? Ich höre ihn irgendwie über mir. Ich komm bis nach unten. Ich wurde so nah. Ja, ich auch. Nice. Er pusht. Hab einen geschieltrick, bin down. Scheiße, ganz schnell. Junge, Meteor 11, 2 Euro. Ich hab ein Paket geschickt. Ist das angekommen? Meteor 11, das kann ich dir nicht sagen. Wann hast du es abgeschickt? 3 Pakete sind gerade bei mir. Amira, hallöchen, wir zocken Apex, aber sehr unerfolgreich irgendwie. Digga, die Prowler ist aber auch absoluter Schmutz, ey. Ich hasse die so. Oh, ich brauch wieder die Nemesis. Paul, ich hab keine Holde mehr. Ich kann niemanden losschicken zum Einkaufen. Willst du deine Katzen trainieren? Müsli mit Milch! Oh, ich hätte mal wieder richtig Bock auf so eine Schüssel Cineminis, ey. Boah, also richtig was ungesunden Scheiß. Richtig den ekelhaften Kohlenhydrat-Zuckerschmand, ey. Vielleicht am Wochenende. Wollt ihr auch mal Games mit eurem Club machen in Apex? Sowas haben wir schon mal gehört, dass es möglich ist, dass man so einen eigenen Server hat. Ja, dann damit ihr uns noch mehr in den Arsch fickt, Alter. Dann haben wir so eine Pro-Elite von Muchachos, die nur daran interessiert ist, die Losers zu jagen in einem Stream. Der Stream wird auf jeden Fall gleich zu Ende gehen. Ja, wie gesagt, ich muss noch los mit Nami zur Tierarzt. Ich muss eigentlich vorher noch zum Edeka Hühnchenfleisch kaufen. Eis mit Hühnchen! Bitte, wird es ein 1 Million Abo-Special geben? Ja, wenn du 2050 noch YouTube schaust, wirst du es wahrscheinlich dann sehen. Ja. Nami hat nichts Schlimmes, die wurde nur vor 1,5 Wochen kastriert und muss jetzt noch Fäden gezogen bekommen. Deswegen, ich brauche auch keinen Termin beim Tierarzt oder sowas, ich muss nur kurz vorbei düsen, Fäden raus und dann wieder nach Hause. Einmal links, rechts, geradeaus, Ding Dong. Und ich habe so einen coolen, ich werde mit dem E-Roller, mit Nami, mit dem E-Roller zum Tierarzt fahren. Ich habe so einen Rucksack, so einen Haustier-Rucksack. Also einfach nur ein Rucksack, wo so so kleine Gitter drin sind, dass die rausgucken können. Und da werde ich auf jeden Fall mit heute hinfahren. Kriegt ihr eine Betäubung? Nee, also ich hatte eine Betäubung für die Kastration, ja. Ja, wenn Digga, Nami mich tragen könnte, wäre das schon cool, ey. Digga, zeig mir den Rucksack, ey. Der Helm im Regal passt auf meinen Kopf, ja. Drei, zwei, eins. YOLO! Wollen noch ein bisschen Spaß haben. Ich finde, das ist das Geile an Apex. Call me Mando. Nächste Runde durchballern und jetzt hier erstmal mit 80 Leuten wegknülzen. Ich habe allerdings den Halter aus dem Helm rausgenommen. Oh, fuck! Jetzt sitzt Deko. Der bequemer, aber er sitzt oben auch tiefer. Oben rein! Deko, du musst jetzt da sein! Ja, ich hab einen Mandalorian-Helm auf. Ich bin nicht so anders bereit. Sammel! Ich sammel extra nicht. Ich sammel weiter. Okay, hier ist alles weg. Ich wurde angekaustigt. Ich hasse Leute, die Caustic spielen. Seh die nicht! Der Helm, Junge! Ich hab noch 20 Schuss! Dig ihn! Wo ist er? Das bist du! Lauf rein! Ah! Ah! Ich bin down! Oh, der Helm war keine gute Idee. Oh, die Nemesis war cool, aber ich habe aber auch keine Muni mehr gehabt. Eine Runde kennen wir noch, oder? Ja, ich hatte auch leider keine Munition und diesen Helm auf. Das ist aber halt noch so. Die City, ja, die City ist YOLO. Was für einen Helm hast du auf? Den Mandalorian Helm. Okay. Einen hätten wir easy weggeballert. Ja. Nächste ja. YOLO-Runde. YOLO! Wenn das in Call of Duty auch so schnell gehen würde, ne? Bam, raus, bam, nächste Runde, bam. Also da vergehen ja höchstens 1,5 Minuten, 2 Minuten, bis es rausgeht, ey.
Unter dem Helm ist es schon ganz schön warm, ja. Und wie gesagt, ich habe diese Haltung, ne? Eigentlich ist in dem Helm so ein Ding noch drin, das dann um den Kopf drum sitzt, aber das ist ein bisschen eng, deswegen habe ich es einfach komplett rausgenommen. Und dadurch liegt der halt wirklich komplett auf meinem Kopf auf. Und es war gerade so ein bisschen so, als würde man versuchen, mit so einer richtig dunklen Sonnenbrille zu zocken, wo du halt dann wirklich nochmal extra nichts siehst. Und wem hast du den bekommen? Von Jakob, ne? Von Jule eigentlich. Die hat den von, wie heißen die, diese Merch-Sachen machen? Was machen? Die Workshops die, machen? Die Merch-Sachen da. Ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Aber die haben die Jule zugeschickt und Jule meinte aber, sie ist nicht so ein Star Wars Fan, gibt's mir. Merchandise sogar, okay. Diese ja, ist ja so EMP oder was? Mandalorian Merchandise, was? EMP oder was? Könnte sein, dass EMP die verschickt, aber der ist nicht von EMP. Okay. Geh wieder rein, ne? YOLO. 3, 2, 1, let's go. Okay, let's go. Einmal richtig full tryhard. Ja, dann gehen wir aber diesmal hier rein. Alter, scheiße, hier ist hier richtig Party. Alter, fick mich. Willst du da rein? Dann geh ich hier rein. Hier oder da? Wo willst du rein? Ich geh links. Okay, dann geh ich rechts. Thomas, danke dir für 2 Euro, die besten YouTuber, die ich kenne. Küsse geht aus an dich. Ach du Scheiße, Flatline. Let's hab ich go, auch. Nico. Okay, jetzt müssen wir zusammen, Deko, zusammen. Deko, zusammen. Hallo, ich hab wieder Robot hier, Marvin. Digga, der hat nur Scheiße dabei, oder was? Okay, ich hab eine Flatline und eine Volt. Ich kann ein bisschen was, wo bist du? Bin hier, hallo, wollen wir? Ich hab 2 Flatline jetzt. Links lang, links. Kann man hier nicht rein? Das Fenster? Wollte gerade sagen. Eine Flatline gebe ich ab, gegen den Mastiff. Und dann würde ich sagen, weiter, komm Deko, weiter, links. Hier oben rein, oben. Da oben war gerade was. Oben. 19 Schuss, ne? Alter, hier ist ja alles leer, der Straße. Okay, wo? Hier dich, Deko, hier dich. Wo war denn das jetzt? Der Champagnerhaufen. Und ist einer von hinten? Okay, du kommst weiter, sag das doch! Digga, er pusht einfach ohne was zu sagen! Ey! Und dann ist er auch sofort down! Was soll ich mit dem anfangen? Ist er nicht mal da? Natsu hat mich gemutet, als ich das gecallt habe, oder was? Hast du gehört, dass ich gesagt habe, lass uns den pushen? Nein! Ey, er ist einfach weg, Alter! Digga, Natsu, Alter! Digga, Hauptsache genau in dem Moment mutet einfach Natsu mich, ey. Danke dafür. Ihr hättet mir so schon, easy weggeballert. Ich hab mich so aufgeregt, dass du nicht da warst, ey. Ja, fick dich, Alter. Eine Runde machen wir jetzt noch, eine Strafrunde, ey. Oh, Natsu. Weggenatzt, ja. Digga, wie du auch einfach. Du warst einfach insta-tot, ey. Ich steh doch da oben, du rennst da rein tot. So, ey. Ja, der hat so irgendwie eine Pumpgun oder irgendwie sowas. So ein Furzgebäck, ey. Ja, es ist halt echt so, ne? Ich hab hier übertrieben geile Katzenkratzbäume und sowas, Alter. Und Natsu chillt einfach immer auf meinem Schreibtisch. Ja, du bist gemeint, Monsieur. Und drückt ständig irgendwelche Tassen. Gib mir Whiskers. Du musst das so katzensicher machen. Du musst das, was ist das? Elgato? Elgato sag ich schon. Das ist Go XLR? Ja. Mach da mal so ganz viele Nägel und so Stacheln drauf. Ja. Ich weiß nicht, dass ich die Tasten selber nutzen muss. Selten. Ey, wann drückst du da mal drauf? Auf dem Mute-Button nicht so häufig. Wie mutet man sich eigentlich? Du kannst es einmal unter dem Mikrofonregler machen oder einmal unten rechts. Aber mutet das dann, also ist ja für alle dann, auch für den Chat. Der Chat hat mich auch nicht gehört, ja. Also der Streamer nicht. Oh Mann, ey. Wir gehen wieder da rein, YOLO. Ja. Und Kobold will, dass ich mit ihm spiele. Das kann ich mir mit dir nicht mehr antun. Kannst du eine Runde weiterzocken? Ich muss ja zum Tierarzt, du kannst ja eine Runde oder zwei auf Twitch weiter streamen. Digga, wenn ich mit Hoden Kobold spiele, dann reiß ich mir lieber die Eier raus, ey. Aha. Hier rein. Ja, oh, hier ist wieder Action, ne? Komm, ja? Letzte Runde. Ja, natürlich. Hier ist Digga, hier kommt richtig viel runter. Alter, oh mein Gott! Oh fuck. Ich hab ne.
Ist bei dir was? Komm hier rein! Okay. Ich hab nichts! Komm hier raus! Ich bin down! Ich hab nichts! Der pusht, war wieder pusht! Beste Runde ever, oder? Ich hatte nur eine Faust die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ey. Digga, mit der R99 war ich auf die Entfernung nicht ausgelegt. Ey, Digga, das war mehr Damage als ich, ey. 140 Damage die ganze Zeit nur mit Faust, ey. Oh, okay, ja gut. Was soll man sagen? Es hat heute in Apex einfach nicht sein sollen, ey. Digga, wann läuft es denn mal in Apex? Naja, also. Selten, aber einen Win kriegen wir eigentlich schon so zwischendurch nochmal raus, eigentlich. Digga, meine. Ah, Komiker, meine danke für nochmal 2,50. Küsse gehen raus an dich, Monsieur. Am Samstag hat Meteor 11 das Paket verschickt. Dann sollte es ja höchstens, also heute oder morgen irgendwie ankommen. Denk das ist ganz cool. Können wir es jetzt mal abholen? Müssen wir mal schauen, wann wir uns treffen. Thomas, Deko, ne? Danke für 2 Euro, Monsieur. Ich finde eure Videos einfach cool und sehr strong. Küsse gehen raus, Thomas. Okay, Muchachos! Danke euch für den Support, schön, dass ihr am Start wart. Ich verabschiede mich schon mal von Twitch. Ich muss jetzt los meine Katze zum Tierarzt bringen. Twitch, schauen Sie rein. Ich entschuldige mich für die Apex Legends Ausfälle, sag ich jetzt mal. Ich sag auch schon mal, ciao YouTube, schön, dass du da seid. 20 Uhr 6 Video nicht vergessen. Jetzt um 20 Uhr nicht das. Kann ich machen, ja. Okay, check, geil. Also, ne, ciao YouTube. Ciao Twitch. 20 Uhr dann 6, ne? Gerade ciao. Genau, so. Muchachos, gönnt euch. Warte mal, ich geh mal hier aus Teamspeak raus, ey. Gönnt euch um 20 Uhr auf YouTube auf jeden Fall noch eine neue, aktuelle, geile Folge Rainbow Six Siege. Sie wird richtig schmecken. Küsschen raus an euch, danke euch, dass ihr am Start wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Ja, morgen. Morgen wird's vermutlich eng. Mittwoch wird's auch nix. Vielleicht Donnerstag oder Freitag nächster Livestream. Ansonsten aber natürlich, ne, die YouTube-Videos sind da für euch. Küsse geht raus. Der Ziegenmann segnet euch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao und hauen Sie rein.